Hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil. So, Freunde, was geht ab, ihr Paul Berger? Das eine Auto englisch, das andere italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht's nicht. Nein, haha. Was geht ab, Leute? So, sind wir live. Wer ist jetzt schon alles am Start hier? Darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. So, heute, meine Freunde, geht's natürlich mal wieder in die Minecraft-Stadt rüber. Für Papa. Ey. Ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Oh, Leute, ich würde sagen, zu Beginn des Streams werden wir direkt mal wieder drei von euch Paul Bergern grüßen. Also schreibt jetzt mal euren Namen in den Chat. Schöne Frauen, schöne Songs für ein Leben wie in GTA oder in Minecraft. Was geht, Freunde? Ich freue mich. Samstagmorgen. Wir sind natürlich mal wieder live am Start. Immer am Start hier für euch, Paul Berger, Leute. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, den Stream zu supporten. Und ich werde jetzt hier mal noch drei von euch grüßen. Oh Gott, ich schreibe dir schon richtig viele Namen rein. So, warte mal. Wir fangen an mit dem Lukas. Gruß geht raus. Dann grüße ich hier die Lisa. Mit dem roten Abzeichen sogar. LXSA 2605 Lisa. Alter, schon sehr, sehr lange hier Supporterin. Kuss. Ammel, Beatrice Hurni, Amail, Gruß geht raus. King Alex, Alexander, Gruß geht auch raus, mein Bester. So, ich glaube, jetzt habe ich sogar vier gegrüßt, oder? Komm, einen machen wir noch. Einen letzten grüßen wir noch. Und zwar, wir grüßen Andrea Trutrung, a.k.a. Finn. Gruß geht raus. Ja, danke für den Support. Nicht traurig sein, alle anderen. Ich werde später nochmal Leute grüßen. Und Paul Berger und Jesse auch wieder am Start. Moin. Für ein Leben wie in Minecraft. So, Leute, wir verlieren natürlich keine Zeit. Wir gehen direkt rüber in die Minecraft-Stadt. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und einen guten Start ins Wochenende. Habt ihr denn schon Sommerferien, Leute? Ich hoffe, dass ihr alle schon Sommerferien habt. Let's go! Oh mein Gott. Ey, wir haben ja auch ein paar noch neue Mitglieder. Und zwar F-Roy. Was? F-Roy? Unterstrich 96 ist Ehrenbruder-Mitglied seit 40 Monaten. Alter, das sind über 3 Jahre. F-Roy seit über 3 Jahren Ehrenbruder. Kuss. King Pro Ehrenmann und Dejan Ehrenmann. Kuss. Danke für den Support, Digga. F-Roy, krasser Supporter. So, Leute, wir sind ja in unserem Autohaus hier. Wer ist denn noch alles? Alter, Candy, Kian und SU sind hier live schon. Haha. Moin, Leute. Oh mein Gott. Ey, oh Gott. Leute, der Chat geht so schnell, ich kann den Chat gar nicht vorlesen. Oh mein Gott. Warte mal, ich muss mir den Chatfenster mal auf ein anderes Fenster hier aufmachen. Eine Sekunde, Leute, damit ich hier den Chat besser im Überblick habe. So. Alter, wer ist hier noch? Hat einen Sub gegiftet. Und zwar Dämonenkönig hat einen Sub gegiftet. Kuss. Danke, Dämonenkönig. So. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt hier mal alles aufgemacht. Jetzt habe ich hier nämlich Musikfenster, Discord. Alles hier jetzt im Überblick. Sehr gut, Leute. Jetzt können wir anfangen zu zocken, ne? Boah, Leute. Soll ich den Chat auflassen oder nur only Mitglieder-Chat? Ich lasse den Chat mal noch ein bisschen auf. Aber ihr müsst euch hier benehmen im Chat, okay? Ihr müsst euch hier benehmen. So, Bau GmbH zu einem Dach mit Helikopter. So, moin, ihr Paul Berger. Alter, wir sind hier in unserem Autohaus, Leute. So, das hier ist mein Auto. Guten Morgen. Moin. Guck mal, das hier ist mein Auto. Das haben wir ja gebaut, Leute. Den OP-SUV. Den können wir mal zu uns fahren. Hör, da ist ein Schild. Wir hatten hier ein Schild in unser Autohaus gebaut. Warte mal, guck mal. Bewertung Candy, 1 von 10. Stani Performance ist besser. Okay, Leute, heute gibt's wieder Pranks, die zu weit gingen an Candy. Alter, für die Aktion. Candy, was soll denn das jetzt hier schon wieder? Leute? Ich glaube, heute gibt es mal wieder Pranks, die zu weit gingen, oder Live-Chat? Wollt ihr, dass wir Candy pranken? So, wir werden jetzt einen Prank an Candy vorbereiten. Jetzt reicht's, Candy. So, wir brettern ihn mal schnell mit unserem neuen Highspeed-SUV nach Hause in unsere Tiefgarage. So, okay, der Live-Chat sagt ja. Okay, wir werden Candy heute hops nehmen. Heute wird Candy hops genommen, Leute. So, wir werden jetzt einen Prank vorbereiten.
Ich brauch TNT. So, TNT. Wir sind... Amias Taxi hat nun offen. Taxifahrt, ein Autoverleih. Und ein Taxifahrt umsonst. Oh, ein Gutschein. Danke, Amir. Alter, nice. Auf einer Insel. So. Zack. Ey, Leute, ich mache hier mal den Only-Mitglieder-Chat an. Dann kann ich den Chat nämlich ein bisschen mitlesen. Sonst wird das hier nämlich ein bisschen schnell. So, zack. Jetzt habe ich hier nämlich besseren Überblick im Chat. Okay. Okay, das packen wir mal hier rein, die Schilder. Alter, wir haben echt hier... Was habe ich denn schon wieder hier alles an Zeug im Inventar? So. Ey, wir haben 6 Taxifahrten umsonst. Einfach 6 Gutscheine, Leute. Krass. Das ist ja schon mal ganz gut. Da können wir umsonst... Können wir umsonst eine Taxifahrt bei Amir machen? Was schreibt ihr denn? Candy stinkt. Der Arme. Warum schreibt ihr immer, dass Candy stinkt? Alter, na, Leute, stimmt, wir haben jetzt selbst auch einen Sombrero. Wir müssen gar keinen Sombrero klauen, wir haben selbst einen. Aber wir können uns den noch krass... Eigentlich müssen wir den noch krass machen, Leute. Wir müssen eigentlich noch Verzauberungen draufpacken mit Schutz und so. Dann ist er nicht mehr der Einzige. Eigentlich müssen wir da einen Sombrero draufpacken. Verzauberungen noch draufpacken, das können wir auch noch machen. Aber Leute, wir haben nur noch $5,000. Dann geht unser ganzes Geld wieder für Verzauberungen drauf. Sollen wir das wirklich machen? Wir machen jetzt erstmal einen Candy-Prank, Leute. Wir machen jetzt erstmal einen Prank an Candy. So, haben wir noch Sand, ja? Okay, zack, zack, zack. Neue Mitglieder. Kevin Brinkmann, Ehrenmann, Dankeschön. Daniel Altmann, Ehrenmann, Tukalov, 250. Wie kann man Mitglied werden? LG Hanna, Paul Berger und Chess, ich schick mal den Mitgliederlink rein. Kommt sofort. Wife. Amir. Netherite, Netherite, Netherite. Spreng den Tower. Wir werden jetzt Candys Tower wegsprengen. Okay, lass mal gucken, wie wir da am besten... wir schauen jetzt mal. So. Ey, Dämonenkönig, noch ein Sub gegiftet. Vielen, vielen Dank dafür. Flauschis neues Cabrio. Ein Problem, und sie kommen vorbei. So, Flauschis Tankstelle, auch schön. Also ich muss sagen, die Stadt entwickelt sich wirklich sehr krass hier. Ich hoffe, ihr feiert die Minecraft-Stadt genauso wie wir, Leute. Wenn ihr die Minecraft-Stadt feiert, lasst ein Like und ein Abo da. Candy wird ausrasten, ja, safe. Wir machen das ja dafür, dass er ausrastet, sonst wäre es ja nur halb so lustig. Wie können wir ihn am besten pranken? Wie können wir ihn am besten pranken? Lass mal überlegen, Leute. Habt ihr eine Idee? The Right Guards. Boah, Leute, ich habe, glaube ich, eine krasse Idee, wie wir ihn pranken können. Wir können nämlich hier... Oh! Wir bauen hier einen Haken rüber, wo ein Seil hängt. Und wenn man hier durchläuft, dann wird das TNT gezündet. Das ist eigentlich krass, oder? Das ist eigentlich eine krasse Idee. Das ist eigentlich ein krasser Call, oder? Dann läuft man hier so durch einen Faden. Boah! Das wäre ehrenlos, Leute. Aber ist natürlich jetzt sehr aufwendig mit so einem Faden. Ich würde eher eigentlich gern mit einer Druckplatte arbeiten. Warte mal, lass mal gucken. Stein bauen wir uns auf. Wie kommt man denn hier hoch in sein Penthouse, Leute? Geht's denn hier hoch? Warte mal, wir gucken mal. Oh mein Gott, warum muss ich denn niesen? Er hat auch nirgendwo Druckplatten, Leute. Sonst könnten wir da einfach einen TNT unter die Druckplatte legen. Oh. Gästezimmer. Oh, Leute. Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Er ist gerade noch AFK. Er hat mich nicht gesehen. Abhauen, abhauen. Oh mein Gott. Okay. Ja, Leute, was sagt ihr denn, Live-Chat? Was sollen wir machen? Live-Chat, helft mir mal. Ich brauche eure Hilfe, Live-Chat. Wie soll man den am besten pranken? Warte mal, ist der Chat hier gerade gefreezt bei mir? So kurz. Immediate, ich sehe euch im Chat gerade nicht. Live-Chat, wo seid ihr? Wo ist mein Live-Chat? Hä? Live-Chat? Bin ich doof?
Schreibt hier gerade niemand was in den Chat rein oder was? Hä? Hä? Leute, was ist denn jetzt los? Warte mal, irgendwie mein Chat ist, glaube ich, gerade gefreezed. Oder ihr prankt mich gerade alle und niemand, absolut wirklich niemand schreibt hier gerade was in den Chat rein. Hä? Warte mal, irgendwie, der Chat läuft hier gerade nicht bei mir. Ich muss die Seite mal, glaube ich, refreshen. Crymax. Okay, irgendwie kommen hier gerade keine Nachrichten durch. Warte mal. Mach mal den Chat für jeden auf. Alleine. Ich glaube, ich hoffe, jetzt geht der Live-Chat wieder. Ihr müsst mir helfen. Wir müssen hier überlegen, wie wir ihn zusammen pranken können. Tauchen auf. Dein Leben mit meinem. Hä? Leute, was ist das? Guck mal, ich zeige euch das mal. Bei mir, mein Chat bewegt sich einfach nicht mehr. Mein Chat bewegt sich einfach nicht mehr. Passiert nichts. Was ist das? Leute, so können wir ihn noch nicht pranken. Ich brauche euren Support. Ich mache jetzt nochmal Seite refreshen. Ich habe ja Chat eigentlich gerade für jeden aufgemacht. Doch, jetzt geht's. Hä? Jetzt kommen wieder Kommentare durch. Lol. Ah, ey, hä? Irgendwie voll verbuggt gerade. Jetzt geht's wieder. Ganz weird. Hat aber auch lang gedauert, bis es umgeschalten hat. Okay, Chat. Ich sehe euch jetzt wieder. Der Chat ist wieder da. Sehr gut, Chat, perfekt. Okay. Gut, Freunde, ich brauche jetzt nämlich mal eure Hilfe. Was meint ihr, wie sollen wir Candy denn jetzt am besten pranken? So, zack. Wie sollen wir das am besten machen? Was würdet ihr sagen? Danke nochmal, Dämonenking, für ein Subgift. Schnur war eigentlich eine gute Idee, oder? Oder mit einer... Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, Candy ist ja auch nicht doof, ne? Er ist ja auch nicht doof. Eine Redstone-Kiste ist, glaube ich, zu offensichtlich. Ich glaube, eine Redstone-Kiste ist zu offensichtlich. Mit einer Schnur haben wir ihn nämlich noch nie geprankt. Ich glaube, mit einer Schnur haben wir ihn nämlich noch nie geprankt, Leute. Ist die Frage, haben wir Schnüre? Haben wir auch nicht viel. Wir haben nicht viel Fäden. Kriegt man aus Wolle nicht Fäden raus? Nee, okay, Leute. Also Fäden fällt eh schon mal weg, weil das Wasser sein Apartment zerstören. Topfalle, Sensor, mit einem Sensor. Aber ich habe kein Warden-Ding. Mit einem Warden-Sensor ist ein guter Call, aber ich habe kein Warden-Ding. Guten Morgen, Stadt und die Bevölkerung. Oh, Candy ist jetzt da. Nichts verraten, ihr dürft nichts verraten, dass wir ihn pranken wollen, okay? Candy ist jetzt da. Moin. Ich glaube, ich werde es einfach mit einer Druckplatte probieren. Aber mit einer Eisendruckplatte. 100k. So. Wir versuchen jetzt mal mit einer Eisendruckplatte. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir es anders probieren. Wenn es nicht geht, müssen wir es auf andere Art und Weise probieren. Live-Chat. Was schreiben die denn? Oh nein, bitte nicht. Ich dachte, wir haben das. Okay, warte. TNT im Aufzug zu... Boah, Bro, das wäre schon ehrenlos. Dann fließt ja da das ganze Wasser raus, der Arme. Das kennen die, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wo er ist, Leute. Glaubt ihr, der ist noch oben? Kannst mich grüßen, heißt es Sanche. Sanche, Gruß geht raus. Claudien Sombrero. Hier doch irgendwas bauen. Wartet mal, Leute. So, jetzt. Was höre ich? Ey! Max, was machst du? Was geht? Aua! Bro! Ey, meine Kisten! Prank, die zu weit ging. Nee, warte. Die Lava! Oh mein... Die Kisten! Nee, alles gut. Bro! Oh mein Gott. Oh mein Gott.
mein Gott, Leute, nein. Nein, wir haben es übertrieben, Digga. Oh mein Gott, er ist halt wirklich direkt reingelaufen, ne? Er ist halt... Oh mein Gott, Live-Chat, nein. Warum ist denn hier Lava? Warum hat er hier Lava, Leute? Der arme, Alter, ey. Er ist halt wirklich direkt reingelaufen. Bro. Bro, Alter. Warum ist denn hier Lava? Warum ist denn hier Lava, Leute? Ich kann das erklären. Leute, ich glaube, das waren hier schon wieder Pranks, die zu weit gingen. Ey, Leute, ich glaube, irgendjemand muss wirklich mal so einen Videozusammenschnitt machen aus allen Pranks, die zu weit gingen. Ach, du Heilige, der Arme, ey, nein. Ey, die haben es ja echt verlübt. Das war ein TNT. Seit wann macht ein TNT denn so viel Schaden, Leute? Oh Gott, der Arme. Der Arme tut mir ja schon fast leid, Leute. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben. Das waren wirklich Pranks, die zu weit gingen, Leute. Candy, es tut mir leid. Max? Ja? Wo bist du? Ich komme runter. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ganz unten in der Lobby. Hä? Warum hast du... Also, ging das schief oder... Du hast ja alle, meine Kisten, alles gesprengt. Bro, ich sag dir ehrlich, das war wirklich ein Prank, der zu weit ging. Das sollte gar nicht aber so krass sein. Aber wo hast du das denn platziert? Bro, ich wollte... Wenn ich hör hatte auf zu lachen! Okay. Beruhig dich, Candy, beruhig dich. Ich hab gesehen, du stehst AFK da. Hab hinter dir eine Druckplatte platziert und wollte, dass wenn du losläufst, dass das TNT gezündet wird. Ich hab's ja gehört. Ich wollte nur kurzes hören. Und ich hab dich bauen gehört. Ja, und ja, das war jetzt ein bisschen unglücklich, dass da das, die Lava und die Kisten und so auch waren. Weißt du was? Ich helf dir beim Wiederaufbau. Hilf mir oder du wirst von mir erledigt. Warte, hast du noch weißen Beton oder sollen wir kaufen? Hab ich. Obwohl, du hast ja meine Kisten gesprengt, Max. Ja. Was ist denn hier passiert? Ey, das war einfach nur ein TNT, das war voll krass. Ja, genau. Auf alles, ich schwöre, das war nur ein TNT. Ich schwöre, guck mal ins Stream. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich soll gucken, damit ich sehe, dass das irgendwie 8 waren oder na, so. Wenn ich jetzt lüge. Wie kann ein TNT, guck mal hier unten auch noch, ein TNT sogar 2 Stockwerke zerreißen? Das Bro, ich weiß es nicht, das war irgendwie echt krass. Ich war selbst überrascht davon. Ich schwöre. Leute, ich werde ihn jetzt noch nicht killen. Wir haben gerade erst angefangen. Hey, der sagt, er wird mich noch nicht killen? Komm doch her. Versuch mich doch zu killen, Candy. Schaffst du nicht. Okay, Vanni, du hast recht. Ich werde ihn jetzt abknallen. Du hast recht. Ihr habt recht, Leute. Ich lasse mir zu viel gefallen und der Tag ist heute zu Ende. Der Tag, an dem ich mir alles gefallen lasse, ist jetzt vorüber. Max! Hände hoch! Hä? Was war das denn? Hände hoch! Oh. Ah! Komm doch, okay. Candy, ja? Ich wollte dir gerade helfen. Max, komm her! Hä? Oha! Ich hab High Ground. Hit! High Ground. Kopfschüsse muss man machen. Hier ist Glas zwischen, aber weißt du was? Was? Oh, das kann man zerschießen! Alter, seit wann kann man Glas zerschießen? Komm her, Max! Jetzt reicht es mir. Leute, ihr müsst den Kopf... Ah! Okay. Digga. Ey, voll die Ballerei hier. Wo bist du, Candy? Hä, wo ist er? Wo ist er, Leute? Hä? Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen, Leute? Candy! Versteckt er sich denn? Ist er abgehauen? Live-Chat, ist er abgehauen? Da ist er. Candy, wo bist du? Wo bist du? Au! Okay, easy.
Na los, Max! Ja. Du wirst mich heute nicht mehr erledigen! So, Candy! Digga! Kopfschuss! Versteck dich nicht hinter Flauschis Auto! Zerballer Flauschis Auto mal nicht! Zeig dich! Ich benutze das Auto als Schutzschild. Oh, strong! Wow! Okay. Geh nachladen? Ich habe keine Munition mehr! Ja! So ein Crimex! Oh. Jetzt ist dein Ende gekommen! Oh, oh nein, 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 nein! Willst du mich nochmal pranken? Ich muss los, muss los, muss los. Bleib stehen! Bleib stehen, oder ich drück ab! Bleib stehen! Okay, ich erledige ihn. Er fährt sogar in die falsche Richtung. Da gibt's keinen. Oh mein Gott. Ich brauch unbedingt Munition, Leute. Ich brauch unbedingt Munition. Und ausgestiegen. Leute, wir haben ihn gleich. Gleich haben wir ihn. Er ist ausgestiegen. Er versteckt sich hier irgendwo. Ah! Ah! Oh mein Gott, Leute. Aua! Okay. Oh mein Gott. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ah! Der kleine Hund, ey, nein! Leute, wir brauchen unbedingt mehr Munition. Wir brauchen unbedingt mehr Munition. Oh mein Gott, nein, nein. Oh mein Gott, wir brauchen mehr Munition. Also, jetzt will ich, dass Max das erstmal reparieren geht. Stehen bleiben! Ja, ist ja gut, Candy. Scheiße, ich hab gesagt, verdammt. Bleib stehen, oder ich schieße. Du hast selber Schuld. Ich hab doch gesagt, ein Herz, und du hast weiter geballert. Das war zu spät, Max. Du trittst auch noch spät drauf, wenn jemand auf dem Boden liegt. Das war zu spät, Max. Warum hast du mein Haus zerstört? Das war ein Prank, der zu weit ging. Warum reparierst du es nicht? Ich bin doch ein Prank-YouTuber. Weht hier ein anderer Wind. King Candy ist in der Stadt. Ich war doch dabei, es zu reparieren mit dir gerade. Was willst du denn? Ja, aber ich lasse mir nicht mehr alles gefallen, Max. Ich bin jetzt King Candy. Mhm, okay. Oder ging das zu weit, Leute? Seid ehrlich. King Candy. So, und jetzt kaufen wir neue Munition. Ja. Und lass mich verdammt nochmal in Ruhe! Ey, Leute, ich brauche unbedingt dieses Visier, damit kann man besser aimen. Ja, ist ja gut, Candy. Ich hatte vorhin auch nur noch ein Herz, als ich nach unten abgehauen bin. Boah. Aber man muss manchmal auch taktisch heilen. Manchmal muss man, ja. Oh, guck mal, der Preis. Alter, 30er Packs gibt's 30 jetzt. Schuss, was? Alter, man hat jetzt richtig viel Munition. Bro, dann schießt den ganzen Tag. Boah, ich guck mal hier. Das jetzt. Ba, 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 ja, wir sind jetzt wie so Rednecks und ballern den ganzen Tag rum. Max, hör auf. Ey, hier ist jetzt Wilder Westen in der Stadt. Wenn Munition so günstig geworden ist, jetzt ist hier Wilder Westen, ich sag's dir. Stimmt, an Streamtagen. So. Ich hab mir jetzt einen Vorrat gemacht. Bam, 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 bam. Hey! Hör doch auf, die Stadt zu verwüsten. Alles gut, ich hab noch Glas. Hör auf, die Stadt zu verwüsten. Alter, jetzt zerballer ich hier alles. Hast du noch mehr Glas? Ja. Komm, ey, warte, ich hab noch 14 Glas. Jo, lass mal schießen oder warte, so. Warte, Candy, lass mal die Scheiben zerballern. Gleich, wir hauen ein ganzes Magazin okay drauf. Okay, 3, okay. 2, 1. Bam, 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 open up! Bam, 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 bam. Das macht Spaß. Das fühlt sich gut an. Wasser ballern wir als nächstes. Lass mal Wassermelonen so anpflanzen und die. Lass mal so Zielschießen machen, Turnier, dies, Alter, das. Aber ja, ich habe noch eine große To-Do. Das machen wir gleich. Lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Wir bauen jetzt einfach nur Wassermelonen an, um die zu zerschießen. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Ja, ciao. Alter. Geil, Leute, geil. Hallo, ich bin eben erst eingereist. Oh, Kian ist am Flughafen? Kilian? Am Flughafen? Lass mal zu Kian gehen, Leute. Ist der am Flughafen oder was? Flauschi? Max! Flauschi! Wo bist du? Hier! Ey, sorry. Ich hatte gerade schon eine wilde Ballerei gehabt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ist dein Auto hier beschädigt? Das habe ich nämlich als Schutzschild. Oh. Ich gebe ja dir eine gratis Reparatur. Ja, mach. Ich ja eh. Und dein Sportwagen, damit bin ich gerade vor Candy abgehauen. Der steht jetzt am Supermarkt hey vorne. Ja. Ja, okay, warte, aber apropos Sportwagen, hier bitte. Au! Ach, stimmt, Flauschi hat uns ja noch 4.000 geschuldet. Ja. Ja, sehr gut, okay. Ich repariere dir einmal dein SUV schnell, okay? Ja, ich hol mal den Sportwagen. Ja, super. So, Leute, ey.
Ich sage euch, hier in der Minecraft-Stadt, oh Gott, hier ist schon wieder richtig Action am frühen Morgen, Leute. Lasst dafür auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Minecraft-Stadt, Alter, hier geht's richtig ab. So, zack, einmal hier in unser Autohaus rein. Hier ist unser Angestellter, der Mechaniker, das ist der Johnny. Johnny, der Mechaniker. So, zack, wir machen einmal hier das Auto von Flauschi wieder heile. Und voll tanken. Komm, wir tanken hier den noch auf korrekt auf. Wir machen den noch voll auf korrekt. So, zack, einmal schön voll machen. Und zack, Leute, voll getankt, poliert, repariert und gereinigt. So, oh Leute, was? Ey, wir sind gleich 10.000 Zuschauer. Ihr wollt einen Like-Hype machen? Okay, wenn wir 10.000 Live-Zuschauer sind, dann machen wir einen Like-Hype. Aber nicht früher, erst bei 10.000 Zuschauern. Projekt Minecraft Walls. So, zack, Leute. Wir fahren den Flauschi mal wieder zurück. Was hat der gemacht mit meinem Tower? Mein Rainbow Tower? Wie sieht das hier aus? Och, Flauschi! Mann, ich hasse iCrimex! Ey, Flauschi! Ja? Ich hab dir den vollgetankt, poliert und repariert. Oha, danke! Ja, gerne, gerne. Ist der hier auch kaputt? Nee, der ist nicht kaputt. Soll ich dir den in deine Garage parken? Nee, ich nehm dir das hier, wie ich park den. Okay, dann stell ich dir den hier an die Ecke. Okay, danke. Was ist gerade passiert, Max? Yo, was geht? Hallo, ich habe deine Leiche gerade dort gesehen. Ach, ich hatte gerade eine Schießerei mit Candy gehabt. Nein, ich habe schon mitbekommen. Da gibt's ja richtig Beef zwischen euch. Ich sag dir ehrlich, hier in der Stadt ist aktuell Wilder Westen. Rüste dich auf jeden Fall mal gut aus und hol dir eine Waffe. Oh, ich muss das echt langsam mal machen, ne? Ja, ja, das ist hier wirklich, ohne Waffe ist hier ist ein gefährliches Pflaster hier in der Minecraft-Stadt. Sagst du, ist es so gefährlich geworden, oder was? Ja, ist wirklich gefährlich geworden. Okay, dann muss ich mir direkt so. Aber wie kriegst du eine Waffe denn her? Bro, ich komm mal mit, ich zeig's dir. Ich zeig's dir, im Schwarzmarkt gibt's das. Ich wollte da eh noch hin. Hallo, Flauschi, na, guten Morgen. Ich wollte da eh noch hin, SU, komm mit. Ich komm auch mit. Hä? Wer bist du denn? Kian? Er muss aus Gruppe raus. Hä? Hallo. Ey, Kian, hallo? Was geht? Was geht? Bist du Max? Ja, ich bin Max. Oh, Max, warum hast du eine Knarre und warum richtest du dir auf mich? Alles gut, alles gut. Dancing with tears in my eyes. Hallo. Und hallo. Flauschi. Ey. Oh, Flauschi, was geht? Alles gut bei euch? Ja klar. Was machst du denn hier? Ich bin soeben angekommen. Bist neu hier in der Stadt, oder was? Ich bin komplett neu und bin schon echt am Geld machen, weil ich will hier was richtig Cooles machen. Oh, ja, sehr gut. Okay. Wenn du mal ein Auto brauchst, kommst du in mein Auto aus. Das machen wir. Oh, das hat sich sogar gereimt. Ist das dein Slogan? Wenn du mal ein Auto brauchst, kommst du in mein Auto aus. Alter, stimmt. okay, ey. Ja, hey, guter Song, ja. Ja, gut, aber okay. Kian, Max wollte mir nämlich gleich was zeigen. Komm mal mit. Ja, kommt das auch sehen? Ja, natürlich. Es gibt hier nämlich auch in der Stadt, ich sag ehrlich, das ist hier echt gefährlich geworden. Es gibt nämlich auch einen Schwarzmarkt, da kann man sich Waffen kaufen. Und zwar befindet sich der hier hinter dieser Geheimtür. Da muss man so durchsneaken. So. Und hier kann Waffe her. Ja, hier kann man Waffen kaufen, Munition kaufen, alles. Ich kaufe mir jetzt nämlich hier noch das Visier. So, wie kann man das draufpacken auf die Waffe? Guck mal, ich habe jetzt genau ausreichend Geld, um mir Eier zu kaufen. Und diese Eier nehme ich und schmeiße Candy damit ab. Wie kann man denn Visier auf dem Waffe? Wisst ihr das? Aber warte, hier. Das Y in-game attachment. Und was ist das hier für ein Eingang hier rechts? Oh mein Gott. Alter, ich habe jetzt ein Visier drauf. Kannst du mich damit wirklich zielen, oder was? Bro, ja, ich habe richtigen Scope, Alter. Alter, das ist doch ein Rotpunktvisier. Alter, SU, sag mir mal, wie viel Schaden dir das macht. Okay, schieß. Was? Bro! Stu! sorry. Oh mein Gott, ich kann nicht sagen, wie viel Schaden. Was? Du hast meinen Bruder getötet. tut mir leid. Stu! WTF, wie viel Schaden macht das? Du hast Kopfschutz gemacht. Mach oder? Wieder beatmen. Alter, SU, hattest du volles Leben? Ich hab full life. Was? Wie stark ist das bitte? Bro, das ist unnormal stark. Okay, also, wenn man keine Rüstung hat, direkt. Das ist der maskierte Rächer. Ich muss mich jetzt auf Candys Seite stellen, weil du mich gerade getötet hast. Ich hab jetzt auch einen Scope, Candy. Raus! Flauschi, was ist los bei denen? Leute, ich hab euch. Rette mich. Vorsicht! Candy. Er schießt! Aua! Candy. Max, geh weg! Hör auf, die ganze Zeit zu ballern!
Hör ich jetzt hab auf. Besseres Aim als du, geh weg jetzt. Außerdem, du meinst, ich hab. Keine Lösung. Hallo, ich hab mit SU gerade nur einen Test gemacht, wie viel Schaden das macht. Alles ist gut. Ja, dann lass mich in Ruhe. Warum liegt Sio hier auf dem Boden? Und warum sind seine ganzen Sachen weg? Oh, mein Gott. Das ganze Inventar ist geklaut. Ey, Leute, wir sind 10.000 Zuschauer. Oh, ihr wollt einen Like halt machen. Das werden wir jetzt tun, Leute. Jetzt alle in den Chat mitmachen. Leute, der Like-Hype beginnt. Hashtag Like-Hype in den Chat rein spammen, Leute. Oder das Like-Hype-Emote. Like-Hype, Leute. Jetzt alle liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Let's go. Like-Hype. Oh, mein Gott, Leute. Alle jetzt mal Like-Hype. Oh mein Gott, Chat, ihr seid zu krank. Chat, ihr seid zu krank. Push den Stream raus, Leute. Alle schon meine Maske. Like-Hype. Oh mein Gott. Alter, Like-Hype. Hört nicht Like-Hype. Alter, Ken, ich hab grad so einen krassen Like-Hype gemacht. Das checkst du gar nicht. Ja, Paul, weil 10.000 Weil ich dich erledigt hab. Ist deine Munition? Ich glaub, seine Munition ist leer. Dann find's raus, dann schieß mal auf mich. Oh, seine Munition ist nicht leer. Ja, dann hör auf, ich hab nachgeladen, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja. Glück gehabt, Junge, Glück gehabt, Candy. Alter, Leute, diese Waffen sind echt gefährlich. Da muss man echt aufpassen hier in der Stadt mit den Waffen. So, wir gehen mal kurz zu unserer Chicken Farm. Aber ich sag ehrlich, also ist schon, man sollte schon eine Waffe dabei haben heutzutage. Ist ein gefährliches Pflaster hier. So, zack, Leute, einmal. Hä? Ich glaube, bei uns wurde voll viel Chicken gekauft. Hier ist gar nicht mehr viel drin. Hat jemand Chicken gekauft? Warte. Chicken? Chicky? Ne, hier hinten ist noch Chicky. Oh, pass auf, nicht, dass ich dich überfahre. So. Alles gut. Hier ist noch Chicky, Leute. Danke. Wir nehmen das mal alles selbst raus. Sogar. Ich glaube, wir brauchen unser Chicken selbst für den Stream heute. Wir können das nicht verkaufen. Chicky. So, zack. Die Automaten sind leer. Wer weiß, wenn hier öfter so Ballerei ist, Leute. An sich sage ich euch ehrlich, müssten wir eigentlich hier unten Live-Chat, müssten wir eigentlich hier unten eine Essensfarm machen. Oh, hier ist diese Ölfarm noch. Wir müssten eigentlich hier Getreide anpflanzen und dann oben irgendwie noch Brot oder sowas verkaufen. Weil das Ding ist, oder Kartoffeln, oder wir verkaufen noch Kartoffeln. So, weil an sich ist das eigentlich echt cool bei uns hier, der Shop, dass Leute immer bei uns Essen kaufen, der Automat, aber das Problem ist, das Chicken, das produziert halt so langsam. Das macht irgendwie, glaube ich, nur so 10 am Tag, also wirklich reich werden wir damit nicht. Oder wir werden mal die Preise erhöhen. Eigentlich an sich müssten wir mal die Preise erhöhen, Leute. So, und wir haben natürlich immer übelst viele Federn. Können wir auch mal rausnehmen. Zack. Wir kümmern uns mal hier ein bisschen um unsere Chicken-Automaten. Stimmt, ich brauche... Oh, Leute, guter Call. Wir brauchen Goldäpfel. Falls es mal irgendwie eng wird, falls wir mal wieder zu krass am Fighten sind, brauchen wir auf jeden Fall Goldäpfel. So, zack, zack, zack. Die können wir so oder so nochmal kaufen. Ey, SU! Ja, Bro? Brauchst du ein Auto? Oh, sehr gerne, aber ich habe nicht so viel Geld. Ich wollte jetzt mit Flausch ein bisschen Farm gehen. Willst du mitkommen? Fliegt ihr oder was? Genau, wir wollten eigentlich rüberfliegen. Ja, eine Farmtour. Erdefarm. Ja, ich würde mitkommen. Ja, ich komm sehr mit. Nice. Okay. Dann lass uns direkt zum Flughafen. Ja, ich gehe noch einmal kurz XP-Flaschen holen für die Schaufel. Bin gleich da. Okay, ich sag, dass wir auf dich warten. So, super, perfekt. Ja, Leute, dann gehen wir mit Farmen. Dann machen wir jetzt nochmal schön ein bisschen Geld, Leute. Wir haben ja nur noch $3.500. Das muss ja sein. So, und wir brauchen mal ein bisschen Musik hier. Warte mal, ich mach mal kurz Musik an. So. Oh, Leute, wisst ihr, auf welches Lied ich richtig Bock hab gerade? Ich hab richtig Bock auf... Warte, wo ist das Song? Auf den Minecraft-Stadtsong! Du, du, du. Neue Abenteuer, neues Ziel, neue Freunde, neue... Wo ist eigentlich mein Auto, Leute? Das glaube ich in unserer Tiefgarage, oder? An das Minecraft-Stadt! Das wird anders... Oh, erstmal Auto geschrottet. So, wir reparieren noch einmal unsere Schaufel, damit wir jetzt ordentlich farmen können. Ey, Dämonenking, dankeschön nochmal für ein Subgift. Kuss, kuss, kuss. Ja, Abenteuer. Adventure, neuer Platz. Adventure, Lagerfeuer. Adventure, Minecraft-Stadt.
kann das. Boah, Leute, das ist eigentlich das Nächste, worauf wir sparen müssen. Wir müssen jetzt richtig Geld sparen, damit wir uns ein Flugzeug kaufen können. Ja, das wird anders. Das wird unser nächstes Ziel. Aber ich glaube, ein Flugzeug kostet irgendwie $40,000 oder so. Das ist schon echt teuer. Da brauchen wir echt ordentlich Geld. Aber gut, wir haben noch ein Auto. Wir haben noch einen SUV in unserem Autohaus. Wenn wir den verkaufen, haben wir allein schon 20.000. Dämonenking, noch ein Subgift. Alter, Leute, bedankt euch mal bei Dämonenking. Der verschenkt hier die ganze Zeit an euch Subs, Leute. Sehr, sehr korrekt. Das ist eh mal das Beste. Also wenn ihr mir was spenden wollt, müsst ihr natürlich sowieso alle nicht. Also braucht ihr nicht. Aber ich meine nur, dann macht lieber Subgifts, weil dann können dafür andere im VIP-Chat noch reinschreiben. Ist eigentlich cool. Ich kann das. Ja, das wird anders. Minecraft start. Oh, einmal zum Flughafen parken. Oh, hier brauchen wir auch noch einen Parkplatz am Flughafen. Wir müssen uns auch mal angewöhnen, unser Auto abzuschließen. Abgeschlossen. Habt ihr gesehen, wir haben einfach abgeschlossen. Kann man da jetzt nichts mal machen? Alter, K ist locked. Nice. Alter, das kann jetzt niemand fahren, weil wir es abgeschlossen haben. Richtig nice. Jan Louis, Ehrenmann. So ein geiles Baumhaus bauen. Moin! Moin Max! Wir warten hier gerade noch kurz auf Klauschi. Ja, alles gut. Und dann können wir losfliegen. Na, dann mache ich noch was schnell in meinen Kofferraum. Jo, bis gleich. So. Dankeschön! Gaming Leon, Kuss Kirill und TT YoPro, Dankeschön. Hab Video mit Pranks, die zu weit gingen. Ach echt? Ist auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen? Dann schaue ich mir es an. Warte, zum Kanal. Pranks, die zu weit gingen. LOL! Alter, okay, Bro. Danke, gut für die Info. Wir schauen da rein. Ich guck's mir gleich mal an. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Wisst ihr was? Wir schauen da jetzt mal rein. Also hier. TT, yo, Bro, meinte, er hat ein Video gemacht mit allen Pranks, die zu weit gingen. Also Flugzeug schaffen wir uns auf jeden Fall zu kaufen. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem anderen? Der kostet 30.000, der andere kostet 50.000. Aber die heißt. Ah, warte, ich muss die anderen mal kurz leise machen. Warte. So, jetzt, dann hören wir die anderen da nämlich nicht rumfaseln. Okay, jetzt. Warte, nochmal von vorne. Ist das krass? Hey, warum ist das so? Jetzt. Präsident der YouTuber zu werden. Jetzt spricht zu Ihnen. Amtierende Präsidentin. Das war auch krass, Digga. Nee, links mach ich nicht. Nein, das ist bei Nashorn das Raufsteigen mit links. Das war wirklich auch ein Prank, der zu weit ging. Das war auch. Oh! Da hat Kenny mich auch mal zurückgeprankt. Ich der. Das Beste hatte hier hinten drin. Da schauen wir mal rein. Let's go. Hör, was ist das denn? Das war auch Pranks, die zu weit. Ey, warum hassen Kenny und ich uns so? Warum pranken wir uns immer? Beste Hochhaus. Okay. Als Entschuldigung ein Geschenk und ein Herz. Ja. Ja, okay, alles klar. Das Ganze war sehr lustig. Du bist richtiger Witzboy. Nice. Cooles Short. Dankeschön, Titty Bro. War ein nice Short, Digga. Ey, Leute, das ist wirklich das Allerbeste. Warte, Candy. Lass deine Pistole zu Hause beim Farmen. Ist Waffenverbot. Okay. So, warte. Ich muss mir jetzt hier den Chat erstmal wieder alles aufmachen, damit ich euch hier gut im Blick hab, Freunde. So, zack, zack, zack. Okay, er hat gesagt, Waffe zu Hause lassen, machen wir natürlich. Beim Farmen haben Waffen nichts verloren. So. Aufgeschlossen wieder. So, dann packen wir machen unser Inventar mal leer. Wir machen unser Inventar schön leer, damit wir viel mitnehmen können. So, wieder abgeschlossen. Perfekt. Ey, das ist so nice. Guck mal, da kann niemand drauf zugreifen. Wir können ja einfach Sachen ins Ding reinlegen. Ey, Alphastein 2, ehrenlos. Alphastein, komm lieber mal in die Minecraft-Stadt, Junge. So. Warte, up. Yo. Die Blume. Minecraft-Blume. Ey, Flauschi. Ja? Flauschi, weißt du, was ich gerade eben erst rausgefunden habe? Mit diesen Schlüsseln kannst du ja das Auto auf- und zuschließen. Was? Ja, da kann niemand drauf zugreifen. Ich habe jetzt einfach Sachen in den Kofferraum gelegt, abgeschlossen, kann niemand drauf zugreifen. Oha, das ist voll krass. Das ist voll die Meta, ja. Also gelb, Leute. So, ja, warten wir jetzt noch auf Candy oder was?
Ja, wir warten noch ein bisschen auf Candy. Okay, wer fliegt welches Flugzeug? Ich bin noch nie geflogen, ich kann noch nicht fliegen. Ich kann fliegen. Ja, ich habe auch Angst. Candy und ich fliegen, oder nicht? Oder ich, willst du fliegen, Max? Ich fliege, Candy ist ein Bruchpilot. Du kannst mein Flugzeug nehmen. Okay. Was ist hier aber noch ist ein eigenes. Gelb? Alter, was hast du gezahlt dafür? 30.000. Nein, jetzt for real? Ja, da vorne beim Verkäufer. 30.000 kosten Flugzeug. Kann man da Flugzeuge kaufen, oder was? Ja. Nein. Was ist der Unterschied zwischen dem 50.000 Flugzeug und 30.000 Flieger? 50.000, das ist das Frachtflugzeug. Alter. Ah, okay. Bro, wie teuer, Alter. Leute, ich sag ehrlich, hart auf hart, ich werde 30.000 ansparen, wir werden uns ein eigenes Flugzeug kaufen. Also die gelben Blumen sind das nicht, oder was? Ihr seid so blind, Leute. Achso, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht von hier aus. Haben wir Schraubenschlüssel dabei, falls Crash? Ich hab welche, ja. Okay. So, Leute, piep, piep, piep. Da vorne ist der Kran, ich weiß nicht, wer das ist. Candy. Es hat gepiept gerade beim Durchgehen. Kauf auch mal noch schnell ein. Das hat keiner gehört. So. So, let's go. Yo, hallo. Leute, hallo. Was geht? Guten Morgen. Hey, Flauschi, hey, Max. Voll getan. Hallo, Sue, hey, was geht? So, Leute, keine Zeit verlieren. Was hast du gegen mich? ihr fliegt jetzt mit dem Dreisitzer, oder was? Ja, also, ich fliege ein Flugzeug. Ich will mit Candy fliegen. Max! er kann ja gar nicht fliegen. Warum bin ich denn jetzt gerade hängen geblieben? Oh, Mann, ey. Was Bro, ich kann voll gut fliegen. So, du lässt mich doch nicht mit Candy alleine! Damit ihr euch da endlich können wieder nur zwei Leute rein. Jo, der Typ hasst mich, der wird einen Absturz vorprogrammieren. Du schaffst das schon. Oh. Tschüss. Ciao. Aber er hasst mich. Leb wohl. Du wirst doch gar nicht, wo wir hin müssen. Doch, wir müssen zum Erdespot. Okay, Flauschi, was war denn das jetzt? Was war die Antwort? Also der Kran, der Bagger hier. Nein, den habe ich doch von hier gar nicht gesehen. Mann, ey, so. Was habt ihr denn für schlechte Arme? Check, ready for departure. Vielen Dank an Ihr Vertrauen, Iconics Airlines. Bleiben Sie bitte angeschnallt, wir erwarten Turbulenzen. up and down to the up sky. Up and down, mein ready for. Wir haben hier keine Stewardessen. Kann ich was zu trinken haben? Alter, Junge, du hast dir die Holzklasse gebucht. Das ist hier nicht First Class, Alter. Schade, ich habe hier ein bisschen Durst. Ich dachte, ich krieg wenigstens ein bisschen Wasser. Oder immer Schokolade, kostenlos Schokolade. Nicht mal das? Junge, Alter, du hast Schmalspurpaket gebucht. Da musst du jetzt hier Business und so buchen. Boah. Das ist eine 3 Euro Butterbrezel. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie ich bewerten werde. Wo war das denn? Ich flieg richtig, oder, Flauschi? Ja. Ich will Schokolade. So, hier vorne müsste doch irgendwo diese Ding jetzt kommen. Der Tower sein und dann da landen. Hier einfach müsste diese Wasserlandebahn. Ah ja, genau, perfekt. Du musst aber auf der Wasserlandebahn landen. Nee, hä, warum? Weil bei dem anderen musst du mal richtig weit laufen. Ah, okay, warte, da muss ich nochmal eine Runde drehen. Kannst du nochmal eine Ansage machen, dass wir gleich landen? Okay. Wir befinden uns im Landeanflug. Bleiben Sie bitte so lange sitzen und angeschnallt, bis die Anschnallzeichen ausgehen. Vielen Dank in Ihr Vertrauen der Chronics Airlines. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Tschüss. Yeah, wir landen gleich. Ah. Ja, ich hätte einfach Pilot werden sollen. Wolltest du doch werden? Ich wollte auch mal Pilot werden, das stimmt. Bruchpilot Crimex! Bitte nicht! Oh nein, wir müssen noch mal einmal durchstarten. Tut mir leid, Leute. Ey, ich find's voll schwer hier zu landen. Weil da die Bäume davor sind. Mach mein Flugzeug nicht kaputt, Junge. Nein, alles gut. Das wäre gar nicht gut, oder? Gib Gas, ey. Müssen noch einmal durchstarten. Sorry, Leute. Ich fühle es. Oh, oh. Nein! Hä? Warum ist der denn nicht hochgezogen? Du warst nicht auf 100%. Alter, ey. Was passiert jetzt? Wir laufen dahin. Warte, ich hab. Wir bauen es ab und nehmen es mit. Okay. Ah, okay, nice. Du hast es, glaube ich, Max. Ja, tut mir leid, Freunde. Nicht so schlimm. Ey, wir müssen da ein paar Bäume weg, Mann. Das ist total schwer, da zu landen mit den Bäumen davor. So, wir sind irgendwo im Dschungel. Nein, ey, ich bin echt Bruchpilot, Leute. Nein. Nein, jetzt habe ich die auch verloren. Ich bin ein Bruchpilot. Wir sind irgendwo im Wald gelandet. Nein. Ey. Flauschi, sag das doch nicht Candy, Alter. Der wird mich fertig machen. Das wird jetzt richtig eklig. Ey, Flauschi, pass auf! Aua. Nicht runterfallen. War ein Loch. Flauschi, sag gleich, das war nur ein Witz. Wir sind perfekt gelandet. Okay. Dann müssen wir vor denen da sein. Lass uns das Flugzeug hier hinstellen. Wir stellen das jetzt hier einfach hin und machen das mit 0% runter.
So, wir sind hier gelandet. Oder, warte, ich, vielleicht landet Candy auch da oben. Ich habe die gar nicht gesehen. Ja, da oben, da wäre 10-mal einfacher gewesen zu landen. Dann lass uns da hoch, warte. Hä, warum sind wir dann hier überhaupt gelandet? Oder warum wollten wir hier landen? Ich habe die andere nicht gesehen. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass wir jetzt da oben eine haben. So. Jetzt wird Geld verdient, Leute. Jetzt wird gefarmt hier. Jetzt wird hier Geld gemacht. Ich hab das Flugzeug, Leute. Boah, wisst ihr, was wir eigentlich mal machen müssten? Wir bräuchten hier einen richtigen Flughafen und da dann auch Leihautos, dass man mit den Autos dann hier rumfahren kann und das Flugzeug dann beladen kann. Weil wir müssen ja immer weiter laufen mittlerweile. Wir bräuchten eigentlich hier Autos. Das wäre eigentlich voll smart. Oh, die fragen, ob es uns gut geht. Ja, uns geht's sehr gut. Jetzt müssen wir das Ding noch reparieren, Leute. Schnell reparieren. Wie geht's? Oh, nein, ach, sorry, sorry, falscher Ding. Also, hier ist noch einer. Ich fang schon mal an, ja? 370%. Ja, warte. Mach einfach Rechtsklick drauf, ne? Ja. Hä, die wollen nicht losfliegen. Hä? Ich guck mal. 180, oha, wie lange das dauert. Das dauert richtig lang, das zu reparieren. Ey, Fortnite Pro, einen Monat Mitglied, danke. Zack, 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 zack. Candy left the game. Hä? Wer denn gemacht? Ist es bei euch manchmal auch so, dass wenn ihr was schreiben wollt, dass ihr gekickt werdet? 0% Schaden. Nee, das passiert bei mir nicht. Die Probleme habe ich nicht. Manchmal werde ich gekickt. So, na gut, dann lass uns hier mal anfangen zu farmen, würde ich sagen. Ja. Bis gleich, Leute, ich fahre. So, dafür brauchen wir natürlich Motivationsmusik, Leute. Einmal Musik an. Sie sind wieder da, übernehmen die Insel. GTA RP, gerne später, ja? Also wir machen jetzt hier erstmal Minecraft. Dann später bin ich eh wieder live auf Kick, Leute. Und da können wir dann GTA RP machen. Aber hier auf YouTube würde ich jetzt eher nur Minecraft machen, okay? Die Gegner, sie fliehen, gemeinsam gehen sie Verbrecher jagen. Ein Leben, die Netherite Guards. Netherite, 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 Netherite Guards. Boah, wie schnell das geht. Roblox spielen. Boah, Roblox live. Also Roblox ist nice, aber was spielt ihr denn in Roblox immer so? Gibt's da gerade coole Games? Dieser Armwrestling Simulator ist, glaube ich, noch ziemlich gehypt aktuell bei Roblox. Verkauft teure Sachen. Boah, ja, aber Bro, ein Flugzeug kostet $30.000. Da muss ich hier einiges verkaufen. Wobei, Leute, wenn wir unseren SUV im Autohaus verkaufen für 17.000, dann haben wir jetzt ja schon mal 20.000. Dann fehlen nur noch 10.000. Das ist möglich. Adopt Me Notruf Hamburg. Notruf Hamburg, ist das ein... Notruf Hamburg, ist das ein Roblox-Simulator? Brookhaven, ja, Brookhaven spielen viele. Das ist ja so Roleplay, ne, so RP. Right Guards. Habe ich schon öfter mal gehört. Ich habe, ich habe leider keine 30k. Ich habe 3400. Man sieht nur den Punkt da schlecht, aber das sind leider 3.400. Ich wünschte, es wären 34.000. Aber Geld ist nicht einfach verdient. Ist wie in echt, Leute. Man gibt schneller aus, als man es verdient. Candy hat sich gezeigt. Das glaube ich nicht, Leute. Sie sind die Besten im ganzen Land. Wenn halt jetzt, ja, wenn, also ich sag's mal so, wenn jemand unser SUV, dieses Auto kaufen würde, was wir noch im Autohaus haben, dann könnten wir uns wirklich fast schon das Flugzeug leisten. Dann wäre das easy. Aber solange das nicht passiert, sind wir sehr, sehr weit entfernt vom Flugzeug. Netherite Guards, Netherite Guards.
Spielst du heute noch Raft? Mal gucken. Das kommt ja drauf an, ob Amir und Stani da sind. Das ist halt das Problem. Das Game können wir nur zu dritt machen. Raft können wir nur zu dritt machen. Oh, Inventar voll. Jeder auf der Insel. Oh, die Netherite Guards Zeiten. Das war wirklich eine geile Zeit, Leute. Seid ehrlich. Das war doch echt eine schöne Zeit. Und sie kamen auch zu mir. So. Das eine Flugzeug ist schon mal voll. Wird die Seele kassiert. Okay, also Flauschi, unser Flugzeug ist schon mal voll. Ja, ich hab Inventar gerade rein. Aber wo ist denn Candy und so jetzt gelandet? Ich weiß es nicht. Ich denke, die waren ja gerade noch am Flughafen erst. Ah. Hast du mitbekommen, dass Candy letztens ein Flugzeug verloren hat? Wie, er hat ein Flugzeug verloren? Der ist einfach in der Luft ausgestiegen und dann ist das Flugzeug weitergeflogen. Er hat sie wieder gefunden. Lol. War das, welches von seinen Flugzeugen war das? Ein Frachtflugzeug, vollgefüllt mit Erde. Oh mein Gott. Hat er jetzt kein Frachtflugzeug mehr? Doch, ich glaube, er hat sich ein neues gekauft. Bro, aber einfach, ey, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist das ja ein Schaden von $50,000. Krank. Ja, man kann schon reparieren, aber wenn man sich mal findet, dann... Ja, also ja, das meine ich ja mit, ja. Krank. Kasper, warte, ich gebe dir was ab. Okay, nice, aber jetzt meinst du gleich auch wieder voll. Ja, dann lass uns jetzt gleich schon mal die erste Ding wegfliegen. So, Live-Chat, Notruf Hamburg. Ist das so nice, dieser Notruf? Das habe ich jetzt ein paar Mal im Chat gelesen. Candy ist abgestürzt. Ja, das war ja wieder klar, dass der abstürzt. Der alte Bruchpilot. Candy, der alte Bruchpilot. So, zack, Inventar ist gleich voll. Okay, Inventar voll. Gut. Ich bin auch voll. Das hört sich komisch an. Alter, es ist 10 Uhr morgens, du bist schon voll flauschi. Was ist denn los mit dir? Ey. Hast dich ins Negative verändert. Wo sind die? Ach, ey, bis die kommen. Hallo. Ich bin wieder hier. Habt ihr Snoop erfahren? Alter. Ja, hab ich. Was geht man da machen? Sie war am Stand, ist auf der Landebahn. Du weißt, dass das passiert. Ich hab mich gefreut, dass sie wieder da seid. Ja. Ey, ich hab mir so Sorgen gemacht. Ey, wir haben schon Flugzeuginventar voll. Wir würden direkt noch Ladung wegbringen. Ich hab hier ein zweites noch Inventar hier, wenn ihr wollt. Ja. Hier ist du ein Diamant. Das ist deiner. Danke dir. Max, wenn du reinpackst, dann kriegst du auch das Geld davon. Warte mal, lass das lieber. Sue und Kilian haben ja zu wenig, wisst ihr? Kilian? Wenig Geld. Vielleicht sollten die erstmal hier reinpacken. Ja, ey, ja. Bro, aber du hast alles. Guck dich an, Netherite. Wir machen einfach alles voll und teilen es dann durch 5. Nee, ich verzichte auf meinen Anteil. Oha. Denn ich stehe auch für Neulinge. Du bist ja ein richtiger Ehrenmann. Ich verzichte auf meinen Anteil. Danke, Candy, dass du Alex Blocks HP 6-0. Kannst du bitte Mods zeigen von Minecraft Start? Die Mods, mit denen wir spielen, müsste ich mal gucken, wenn ich rausgehe aus Minecraft in Curseforge. Du hast mich einfach beklaut. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht. Ich gucke mir jetzt den Songtext sogar an, warte mal. Ey, das lass ich nicht mit mir mich machen. Mich einfach beklaut. Ey, du liegst weg. Ja, warte mal, mach ich hier mal den Flieger weg. So, einmal zur Seite parken, das Ding. Kann das Ding mal anspringen?
So. Wir müssen den Flieger zur Seite parken, damit wir mit unserem Flieger starten können, Leute. Und zack, so. Schön geparkt hier das Ding. Jetzt machen wir hier noch schön voll, Leute. Auf Ehre. Auf Ehre schenken wir hier den anderen eine komplette Erdeladung. Zack. Okay, das heißt, die beiden Flugzeuge sind voll. Und jetzt müssen wir nur einmal unser Inventar nochmal voll machen. Und dann können wir ordentlich verkaufen. So, wo ist denn Flauschi? Ist sie wieder da hinten? Flauschi! Ja? Ah, okay. Wollte nur wissen, ob du hier bist. Alles gut. Ach so, ja. Also, beide Flugzeuge sind jetzt proppenvoll. Okay. Ja? Ja, dann komm her. Kilian, ich Kilian, ey. Warum? Was hat er gemacht? Ist egal. Es ist egal. Okay. Warum rastet denn Candy jetzt schon wieder so aus? Ich bin da nicht dran. So. Candy! 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 Hilfe! Candy, Max ruft dich! Candy, Hilfe! Ist laut, wenn ich schreie. Candy! Candy, Max ja. ruft dich! Candy, ja. Hilfe! Oh nein! Oh. Wo ist er? Ja, Max, Hilfe! Hä? Hilfe! Ja? Ich denke, Max, was ist passiert? Hier ist ein wahren Erdrutsch, mein Bein steckt hier fest. Du musst mir helfen, Candy. Okay. Ah, oh, okay, das war nur ein Freundschaftstest. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Ja, klar, Freunde. Ich wollte nur gucken, ob du mich da nicht hängen hey. Lässt. Hey, Kilian hat mich gedisst, Max. Wenn du ein guter Freund bist, dann disst du ihn zurück. Okay, wir dissen. Lass ein Freestyle-Session gegen ihn machen. Leute? Nein, nicht. Stani joined the game, hä? Stani joined the game? Hä? Hä, und Kenny und Flauschi sind jetzt weg? Hä? Stani? Stani ist jetzt auch in der Minecraft-Stadt? Stani! Ja gut, wenn die anderen weg sind, dann müssen wir auch nicht unser Erde-Ding mit denen teilen. Dann werde ich die Erde einfach allein verkaufen. Hey, Flauschi! 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 Flauschi, hallo. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht mehr. Ich höre dich leider nicht mehr, Flauschi. Test, Test, hallo. Dich höre ich, Candy. Ja, ich wurde gekickt, weil ich Fragezeichen geschrieben habe. Mann, ey! Ach, man wird gekickt, wenn man Fragezeichen schreibt? Lol. Ey, das ist so komisch. Generell, ich habe von sorry geschrieben und wurde gekickt. Stani schreibt, ja, kommt in meinen Tower. Hä? Stani hat einen Tower? Welcher Tower? Also ich werde nicht gekickt, wenn ich ein Fragezeichen schreibe, zum Glück. Ja, warte ab. Hallo? Ja, ich höre dich, Flauschi. Bei mir ist das auch manchmal einfach so, nicht wenn ich eine Frage, einfach wenn ich was schreibe, werde ich gekickt. Also ja, ja, das Problem auch. Hatte ich tatsächlich noch nie gehabt. Hört ihr mich jetzt wieder, ja, ne? Ja, ja, ich höre dich, wir hören dich wieder. Was macht Stani denn hier? Seit wann ist denn Stani in der Stadt? Habt ihr davon gewusst? Nee. Ich weiß nichts davon, nee. Ich habe auch nichts gewusst davon. Er meinte, kommt in meinen Tower. Er hat doch gar keinen Tower. Natürlich hat er keinen Tower. Oder vielleicht meinen alten Tower? Vielleicht will er den kaufen oder so? Oder gibt's hier, oder gab es einen neuen Tower und ich habe den nur nicht gesehen gerade? Ja, der müsste dann ja so klein sein wie dein Tower. Ach, Digga. Dass man den übersieht, weißt du? Also mit Leuten, die nicht mal eine eigene Tiefgarage haben, rede ich nicht, Digga. Bro, ich fliege zu mir nach Hause. Ich fahr doch nicht Auto. Wie willst du denn zu dir nach Hause fliegen? Wie? Mit Flugzeug in den Tower reincrashen. Ja, mach das. Perfekt. Nein, ich mache eine Landebahn auf mein Dach. Aha. Perfekt. Dann mach erstmal schön Schatten über der ganzen Stadt. Geile Idee, Bro. Sehr geile Idee. Wenn ich will, mache ich das, Max. Digga, das wird auf jeden Fall nie eine Baugenehmigung bekommen in der Stadt. Guck mich mal an. Ich habe meine Baugenehmigung in der Hand. Hahaha. Ich habe die Pistole. Ich habe auch eine Pistole. Oh, hallo. Du hast gesagt, du nimmst sie nicht mit. Du hast gesagt, hallo. Du nimmst die Pistole. Ja, ich wusste. Pistole nicht mit. Ich wusste Stani aber, dass hier. Ich wusste Stani aber, dass du. Ich wusste, Stani dass du deine hier, Pistole Leute. Mitnimmst. Deswegen habe ich die auch mitgenommen.
Ich wusste, dass du die mitnimmst, deswegen habe ich meine mitgenommen. Dann hä? Ist das ist ein Waschbär. Warte mal, guck mal. Max! Was soll das? Das ging zu weit! Das ging zu weit! Das ging zu weit! Ich hab dem gerade Essen gegeben. Oh Mann, das, der hatte Tollwut. Das war doch mein Lieblingstier. Der hatte Tollwut, ich hab euch gerettet. Hallo Leute, habt ihr das nicht gesehen? Der hatte Tollwut. Nein, hatte der nicht! Doch, der hatte Schaum vor dem Mund. Ich hab euch gerettet, Alter. Checkt ihr das nicht? Das war eine Kartoffel. Wirklich? Mann, ich bin geimpft gegen Tollwut. Wisst ihr eigentlich, wie groß dieser einfach, Berg war am Anfang? Einfach über den Haufen. Die so, oh, wie süß. Und ich direkt, bam, bam, bam. Hey. Ich war der Erste, der hier gelandet ist. Einfach umgenietet. Das war oh, wie Mann. Paul Berger Hills, wo ich der Erste war und Max mir nachgemacht hat. Bro, ich hab Paul Berger Hills zu dem Ort gemacht, der er war, Junge. Ja, wo ist er jetzt? Kaputt! Jetzt, ja, ohne dich wäre das eine Barackensiedlung gewesen. Nein. Lieber mal was Gutes, was kaputt ist, als was nie was Gutes geworden wäre. Mein Inventar ist voll. Tschüss, Leute. Warte. Hier liegt noch richtig viel rum. Lass mich nicht mit Candy allein, Flauschi. Hier, kannst du alles noch einsammeln. Ey, pst, Flauschi. Ja? Lass einfach abhauen und alles ohne Candy verkaufen. Nein, da wird doch eh nichts von seinem Anteil. Ach, dann stimmt, dann macht das ja nicht mal Spaß. Candy! Dann macht es ja nicht mal Spaß, Leute. Dann ärgert er es ja nicht mal. Warum habe ich immer so Spaß dran, Candy zu pranken? Ich weiß auch nicht, Leute. Warum ist das so? Max liebt Candy. Nein, Candy und ich, wir hassen uns. Wir sind Erzfeinde. Du hast hinten auch nochmal... Nee. Gucken und rechtsklick. Aber das ist der für 50.000 und der andere kostet 30.000, ne? Ja, ich glaube ja. So war das dann. Okay, nice. Das hast du ja mit ein, zwei Touren wieder drin, ne? So, Leute, dieses Mal werde ich nicht abstürzen, Flauschi. Ja. Okay. Hast du hier gerade draufgehauen? Jetzt ist hier Schaden auf einmal. Wer hat hier raufgehauen? Ich nicht. Habt ihr den Schraubenschlüssel, Leute? Ja, brauchst du. Ja, mach mal rechtsklick ein paar Mal auf mein Flugzeug, bitte. Oh, warte, dann nochmal abbremsen. Muss ich mit Kilian fliegen? Ja, musst du. Wir müssen das klären endlich. Ey, aber wie echte Männer. Ganz komisch, ich muss mal ganz kurz was sagen. Ganz komisch, dass alle mit Candy Streit haben. Also es kann ja nicht immer es kann ja nicht an allen anderen liegen. Flauschi, hast du Streit mit mir? Nein, ich mag Sue, nicht. Sue, hast du Streit mit mir? Ich habe noch keinen Streit mit noch, dir. So, Max, sagt Max noch. Ist ein Lügner. Max ja, ist ein Lügner. Max ist ein Lügner. Also ich la, 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 Max, ich la. Bin auf deiner Seite. Ja, ich auch auf deiner, Kian. Ich glaube, ich muss mit Kian Feature-Distrack machen gegen Candy. Oh, da sehe ich euch beide. Das wäre krass, ne? So, ready for departure. Ready. Einmal bitte Durchsage machen. Warte, also einmal erst abheben. Erde da unten fehlt. So. Check, wir sind abgehoben. Wir heben ab. Nizelt uns am Boden. Wir warten starke Turbulenzen. Bleiben Sie bitte über den gesamten Flug angeschnallt. Sofern Sie ein Angebot... hallo, ey, die Dame da hinten in der ersten Reihe angeschnallt bleiben. Unser Bordmenü steht natürlich jederzeit offen für Sie. Wir haben im Angebot Chicken und Brot. Ich nehme Chicken, bitte. Ich kann es dir leider nicht droppen. Ist doch nicht im Angebot. Oh Mann, ey, lenkt ihr manchmal oder ist es das Flugzeug, was manchmal so rüberlenkt? Also ich mach gerade gar nichts. Ich mach auch nichts. Könnte ich aber vielleicht ein Glas Wasser haben? Das wäre echt nett. Tut mir leid. Ja, schade. Wir befinden uns im Landeanflug auf die Minecraft-Start. Bleiben Sie bitte so lange angeschnallt, bis die Anschnallzeichen ausgehen. Vielen, vielen Dank. Yeah. Oh, wir sind so... Ich würde echt Pilot werden wollen. Ah, ich wäre auch echt gern Pilot oder gewesen. Stewardess. Steward, Alter, ey. Die sagen doch immer diese... Wenn, dann wäre ich Captain Crimex, Junge. Also ich muss sagen, so Pilot ist schon ein Baller-Job. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr ballerhafter Job, Leute. Auch sehr ein verantwortungsvoller Job. Auf jeden Fall auch. Gleich mache ich jetzt Hue Airlines auf und werde auch Pilot. Ezio Airlines. Oh! Bremst! Ah! Nimm das zurück! Au!
Jo, wer ist geflogen? Marco, das ist aufgeschrieben. Ey, wie kann man so schlecht fliegen, wirklich? Ey, Leute, das Flauschis Flugzeug, selber schuld. Hä, aber wo befindet sich Stani? Ich habe gelesen, Stani ist jetzt da. Ey, Mann. Ja, wir hätten doch beim Markt parken müssen. Oh, wer schraubt hier so los? Ey, wie nice ist das eigentlich? Was ist das für ein Schraub? Wie nice ist das eigentlich, dass ich mit dem Flugzeug Candy getroffen habe? Ja, das war lustig. Du hast mich einfach gerettet, der wollte mich abknallen. Ja, guck mal, einfach mit Flugzeug reingebrettert. Oh Mann, ey. Nee, Leute, also ich sage euch ehrlich, wenn ihr noch jünger seid und einen Job machen wollt, also Pilot ist schon nice. Ich wollte ja, wie gesagt, selbst mal Pilot werden. Man sieht viel von der Welt. Man hat ein Gehalt bis 250.000 im Jahr. Ich habe mich echt erkundigt, weil ich das wirklich mal werden wollte. Man trägt einen maßgeschneiderten Anzug. Junge Damen, die einen mit Captain ansprechen. Was machst du gerade? Ich glaube, es gibt schlechtere Jobs. Pilot ist auf jeden Fall ein Flexjob. Richtung Markt gelaufen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt, vertraut mir. Pilot. Was mache ich denn jetzt? So. Wahrscheinlich muss ich hier lang zum Markt, oder? Ja. Okay. Möchte Arzt natürlich auch sehr wild. Mein Bro Nils, den ihr vielleicht noch von früher kennt, mein alter Mitbewohner, der wird gerade Arzt, oder was heißt wird Arzt? Also der studiert Medizin schon seit Jahren. Aber dauert halt lange, sehr. Also Arzt, ich habe geisteskrank Respekt vor allen Leuten, die Arzt werden, weil es wirklich ein sehr, sehr harter Job ist. Das ist voll. Okay, ja. Also Arzt, wirklich krass Respekt davor. Da muss man ja auch dann so diese Pflegedienste im Krankenhaus machen und jahrelang und studieren und was meinst du? Hallo? Ja. Jetzt, wer verkauft alles? Ich würde sagen, wir müssen erstmal alles da hinschiffen. Ich habe meinen Autokofferraum auch schon voll. Autos hier. Warte, ich hol also bei mir ist jetzt Inventar und Autokofferraum voll. Ich fahr schon mal hin. Ja. Zu Stani. Ja, wir müssen gleich zu Stani. Anwalt auch cool. Braucht man auch auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Jurastudium, glaube ich, auch sehr trocken, was ich bis jetzt schon gehört habe. Nee, aber Arzt, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr krassen Respekt davor. Ich kriege ja da also Stories von meinem Bro Nils erzählt. Auf jeden Fall krass. Ne? Also wenn man Leute, die Arzt sind, die machen das wirklich aus Überzeugung. Weil, klar, man verdient natürlich auch gutes Geld, aber das, wie hart das Studium ist und dass man da jahrelang auch davor erstmal Leuten den Arsch abwischen muss und so, das, da muss man wirklich Bock drauf haben. Ne? Ist einfach so. Und das ist, ich habe Respekt davor, Leute, die Arzt sind. Klar, man verdient natürlich auch dein gutes Geld, aber ich würde sagen, das ist nicht in Relation zu dem, wie hart eigentlich der Werdegang bis dahin ist. Würde ich jetzt sagen. Wie machen wir das denn jetzt? Soll ich anfangen zu verkaufen? / Money. 3430 habe ich aktuell. 3430 habe ich aktuell. Sonst Inventar voll. Oh, da bin ich. Flauschi, ich verkaufe jetzt mal, ja, weil sonst Inventar ist voll. Ja, mach einfach. Mach einfach, dann teilen wir es später auf. Okay, drop du mir einfach die Sachen her. Ja. Ups. Boah, Money Klitsch, Leute. Money Klitsch. Aber ich hole noch was. Maurer, auch nice. Handwerk, vertraut mir, Leute. Handwerk, ich glaube, handwerkliche Berufe, da liegt, glaube ich, echt auch in der Zukunft das Geld. Warte, hier, dein Flugzeug. Also handwerklicher Beruf auch sehr nice für die Zukunft, weil es gibt immer schwerer Handwerker zu finden, wer sich da einen nicen Betrieb aufbaut mit Angestellten und sowas, kann, glaube ich, auch richtig erfolgreich sein. Glaube ich wirklich. Hast du mein Flugzeug noch? Warte, habe ich wieder aufgesammelt. Ja, das war es eigentlich, oder? So. Es ist noch Erde am Flughafen. Ja. Wo ist denn Stani und alle? Ich weiß es nicht. Alter. Pull up in SUVs. Ja, verkaufen wir einfach mal alles und dann gucken wir gleich mal. Danny will ja eh nichts haben. Wir wollen natürlich was haben. Ja klar. Du meine Schaufel dafür kaputt gemacht. Wir machen das ja hier nicht ehrenamtlich. Arm sein war gestern. So.
dann kann auch direkt reinfahren. Guck mal, Flauschi, du musst dir mal angewöhnen, wirklich mal Auto abzuschließen mit Schlüssel. Ja, ich hab meinen Schlüssel zu Hause. Ah. Guck mal, das ist voll cool. Hörst du das? Oha, das hat ja sogar Piep Piep gemacht. Ja, voll geil. Aber ich muss die mal benennen, dann welcher Schlüssel ist. Ja, bei deinem Fuhrpark? Ja, klar. So, sehr gut. Haben wir alles? Hat jemand gehört? Hallo? Oh ja. Wer ist da? Jetzt haben wir alles. Maurice, der Legomeister. Hi, Kramix, was geht? Wollte fragen, ob du mich grüßen kannst. Gruß geht raus an Maurice. Vielen Dank für die 5 Euro. Kuss, kuss, kuss. Danke für den Support, Bro. Zack. Aufgeschlossen. Und weiter geht's. So, Freunde. Kauf mir ein Flugzeug. Digga, ich habe 13.000 Dollar. Wie soll ich mir ein Flugzeug kaufen? Außerdem kriegen die anderen noch ihren Anteil. Ein Flugzeug kostet 30.000. Ich bin viel zu arm dafür, für einen Flieger. Ich bin viel zu arm für einen Flieger, Leute. Ein Privatjet. Wie soll ich mir denn jetzt ein Privatjet kaufen? So. Aber wir werden uns noch unseren eigenen Privatjet holen. Versprochen. So, erstmal hier schön mit dem SUV durch die Stadt brettern, Leute. Wo seid ihr so, sehr gut. Alle? Jetzt müssen wir hoch, Erfahrungsfläche kommen. Hä? Hey, wer war das? Hallo. Hallo. Max? Ja? So, warte, ich drop dir wieder alles. Ich habe jetzt meinen Schlüssel geholt. Ja, sehr gut. Dann kann auch niemand das Auto klauen. Kann man nicht einsteigen, wenn das abgeschlossen ist. Oh, ich klaue das Auto. Ja, probier mal. Hey. Ja, okay, ich habe alles verkauft. Das heißt, warte mal. Musst du durch 4 teilen, warte, schreib's in den Chat, ich rechne. Also jetzt mein Ding ist, Slash Money, 17.000, genau 17.500 ist jetzt mein Kontostand. Oha, dann. Und davor hatte ich ja 3.4.3.0 und dann das Ganze durch 4 sind wir bei 3.517. Ja. 3.517 bekommt jeder. Ja. Slash Pay, Lauschi. Wie viel war 3.000? 3.517. 3.517. Mhm. So, Slash Pay Kian, kriegst natürlich auch dein Geld. Oh, für was denn? Ja, fürs Fahren. Erde. Aber 3517. Nein, hier, dein Geld. Boah, danke schön. Slash Pay SU. Juhu. Hä, SU? Cool. SU ist gar nicht mehr online. Gekickt worden, glaube ich. Dann kriegt er gleich sein Geld. Jetzt hast du schon ein bisschen Geld. Ich hab mal eine Frage an euch. Ja. Okay, das ist Carslock, ja? Wo dürfte ich denn etwas bauen? Weil ich habe da so eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Okay, ein Hochhaus oder was? Ich habe an einen McDonald's gedacht. Ich würde gerne ein Restaurant haben. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich würde einfach mal vielleicht hier gegenüber vom Shop sagen. Also, oder hier so. In der Ecke. Jetzt ist Yoda. Weil, also ich würde die Stadt, ehrlich gesagt, nicht weiter in die Länge ziehen, sondern ein bisschen mehr in die Richtung, weißt du, nach da vorne bauen. Wäre es denn hier möglich, wo wir diese Fläche, wo wir hier gerade sind? Ja, hier in der Ecke so. Ja. So an der Ecke ist eigentlich auch cooler, wegen McDrive, so Drive-In und so. Dann kannst du einen Parkplatz und was. Also von mir aus kannst du hier gerne das Grundstück benutzen. Cool. Geil, McDonald's, coole Idee. Feier ich, Kian. Das wird lecker. Cool. Alles klar, dann haben wir auch bald ganz, ganz viel Essen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Ja, Essen ist gerade teilweise noch Mangelware hier. Ja, das machen wir. Alles klar, danke euch. Jo. Gerne. Ciao. Tschüss. So, lass uns mal gucken, wo Stani ist. Ja. Warte, lass ihn Kolonne fahren. Wo sind denn alle? Oh, ich hab aus den Kieren überfahren. Abhauen. Oh. Hör weg. Alter, Leute. Komm, wir flexen einfach durch die Stadt mit unserem SUV. Minecraft-Stadt ist wirklich ein geiles Projekt. Ich mach auch noch einmal voll, ja? Ja. Einfach Tankstellenparty hier. So. Boah, Alter, der schluckt ja hier echt, Junge. Der verbraucht richtig viel. Das ist ja ein SUV. V8 SUV. Alter, der verbraucht 18 Liter hier. Wo sind wir? Bei meinem alten Haus. Warte, bei der Brücke. Fahren Offroad. Aua. Alter. nein. Flauschi, ich brauch Hilfe. Das kriegen wir da nicht mehr raus. Scheiße, nein, der ist abgesoffen. Nein, ich hab's Wasser nicht gesehen.
Warte mal, wir können, aber wir können das Wasser ja hier irgendwie abpumpen, oder? Warte. Schwierig. Ist eine Wasserquelle. Ja, wir bauen das hier so ein. Warte. Hast du Eimer dabei? Nee. Kannst du schnell holen? Ich hab nur den einen. Nein, Totalschaden. Das ist halt eine Wasserquelle. Ja, das, wir müssen halt teilweise die zubauen. Ah, das ist halt im Weg da. Scheiße. Warte. Vielleicht, wenn wir den noch ein bisschen eins runter machen. Kann man die Autos nicht irgendwie abbauen? Nee. Ah, nein, Leute! Ah, aber warte, ich hab einen Plan. Wir können ihn ja zur Seite schieben. Warte mal. Eigentlich einen Schwamm. Nee, warte. Wir können ihn ja zur Seite schieben. Wir müssen einfach nur hier trocken machen, dann schiebe ich den ins Trockene rein und dann fahren wir den raus. Das ist eine gute Idee, ja. Wir haben keine Schwämme, woher sollen wir denn Schwämme haben, Leute? Nein, Leute, wir müssen mein Auto retten. Soll ich schieb's rein? Ja. Geht so schlecht. Scheiße. Mann, ey! Noch ein Muss Stück. Ich hier wieder zubauen hinter dir. Er schiebt noch mal, kannst du noch ein Stück vorschieben? Ja. Und dann zubauen? Ich habe keine Blöcke. Komm ich denn jetzt hier nicht raus, ey? Ich drehe hier gleich durch. Überall Erde verteilen. Hä? Da sind die ja. Warte, ich komme hier nicht weg. Weil wir die Penner-Gang sind. Ey! Was geht? Stani! Hallo? Alter, was geht ab, Mann? Was geht? Alter, du hast auch ein Sombrero? Ja, klar. Ey, mittlerweile hat echt jeder ein Sombrero hier. Sombrero ist nichts Besonderes mehr. Oh Mann, ey, mein Auto ist hier gerade unten reingecrashed in die Wasserquelle. Die müssen wir gerade rausholen. Ja, man sollte. Ja, immer Augen auf die Straße. Ja, immer Augen auf die Straße. Jo, was ist das denn für ein Schmalspurwagen? Okay, warte. Ja. Kommst du da hoch? Ja, okay, sehr gut. Wir haben den SUV gerettet. SUV. So. Sehr gut. Max, damals bist du noch krassere Autos gefahren. Hä, hey, Bro, der ist voll krass. Der hat ein Diamantkennzeichen, das kostet $5,000 Aufpreis. Das ist ein Cullinan, Junge. Ist das wirklich ein Cullinan? Das ist ein Cullinan. Wow. Hey, Flauschi. Hallo, ja. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Ey, Mann, ey, jetzt fängt er schon wieder an, was soll das? Ich hab's genau gesehen. Was hat er gemacht? Ich hab's genau gesehen. Mich abgeleckt oder so. Hey. Hat mich komisch angefühlt. Mich hat auch schon abgeknutscht. Ich sterbe gleich. Nimm mir ein paar Karotten, Junge. Ja, und du bist jetzt hier neu in der Stadt, Stani, oder? Ich will Flauschi gerne anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Ach. Oh. Okay. Flauschi, hast du doch gerade geschlagen vor deinen Augen, oder nicht? Ey, hat das jemand von euch gesehen? Ich hab's echt gesehen. Bist du nicht Polizist, Max? Ich bin gerade nicht im Dienst. Ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Oh, das habe ich aber auch gesehen. Ich möchte gerne Stani anzeigen wegen Belästigung. Okay, dann werden beide Anzeigen fallen gelassen. Ach. Warum? Einfach so. Einfach so, gute Polizei. Einfach, total weil, super Polizei. Einfach, weil die Polizei gerade keinen Bock hat. Und du wohnst ja auch, Max. Ja? Jesse, dankeschön. Ja, ich kann dir mal gerne gleich mein Hochhaus zeigen. Ja, gerne. Ja, da sind auch, ich glaube, da ist sogar noch ein Apartment frei. SU wohnt da schon und Amir wohnt auch da. Das ist der YouTuber-Tower. Bei mir ist auch noch was frei. SU hat mir doch gerade gesagt, er wohnt unter der Brücke. Hä, der hat bei seine Wohnung bei mir. Ja, ich habe ein Apartment gekauft, du hörst mir gar nicht zu. Hä? Ich habe gesagt, ich habe dort gestartet unter der Brücke. Verstehst du das nicht? Du hast ja gesagt, du wohnst und du willst mit mir die Penner-Gang gründen. Was? Hä? Also was ich sag, also da? SU ist auf jeden Fall Mieter bei mir, der ist nicht obdachlos, ich der Arme. Ich zahle auch jede Woche. Das stimmt doch, Max, oder? SU, bekommst du Stütze? Apropos, ja. SU. Apropos. Ja, Max. 200 Miete. Ah, okay, eine Woche wieder um, oder was? Ja, Wochenende. Ja, gut, dann warte. Aber warte, du kriegst, ich wollte gerade sagen, weil du, aber dann kriegst du ja auch noch Geld vom Farmen. Warte, /pay SU. Dann hätte ich das damit verrechnet. 3, 5, 1, 7, $3,500. Yeah! Kann ich auch ein bisschen Geld kriegen? Nee. Warte, /pay, Stani. Hier, Taschengeld.
$5 nur, Bro? Hast du vielleicht ein bisschen was für mit mich, Flauschi? Ja, warte. Döner kaufen. Mit $5 kriegt man ein gebratenes Hähnchen. Hä, nur $10? Hast du vielleicht auch was für mich, SU? Ja, Stani, du bist, du bist ja richtig arm, Stani. Ich hab gar nichts, ich hab nur $15. $1 nur, SU, was bist du denn für ein musst du fahren Geiz gehen. Sein? Guck mich doch mal an, wie ich aussehe. Siehst du aus, als ob ich Geld hab, oder was? Hat noch jemand eine Mark für mich? Eine Mark. Oh Mann, ey, der Arme. Hallo. Warum bist du denn so arm, Junge? Hä, du bist ja, aber du musst halt Geld verdienen. Ich. Musst du Geld machen, Stani. Halt mach hier mal zu, damit man hier nicht nochmal reinfällt. Geld für mich. Ich stell mich einfach hier der Straße. Flauschi, du lässt die ganze Zeit deinen Motor laufen, ne? Oh, sollen wir Straßenmusiker werden? Du musst ja warm werden. Ja. Dann hast du wir bauen die Skybase über die Wolken. Almosen. Ey, ich geb euch $5, wenn ihr aufhört mit dem Gejaule. Ja! Oh, $5 ist gut. So, hier, oh, noch ein Fünfer und du hörst auf mit dem Gejaule. Ich hab jetzt schon $21, was kann ich mir davon holen? Ein halbes Hähnchen. Ich zeig dir, was du damit kaufen kannst. Ja, okay. Willst du Karotten haben oder willst du ein Hähnchen? Guck ich mal, was Candy da angestellt hat. So, jetzt kann man hier nicht mehr reinfallen. Hä, Flauschi, wo holst du denn hin? Geh kurz zu Candy, weil der hat wohl eine Landebahn auf seinen Tower gebaut. Hä? Oh nee, Alter, das sieht doch dann aus wie reingekackt. Ich hoffe, der baut jetzt hier nicht eine Landebahn auf sein Hochhaus oben drauf. Kann ich deine neue Landebahn mal angucken? Stani? Stani? Ja, Stani. Sombrero? Wessen Sombrero ist das? Meiner ist weg. Ich bin der Sombrero. Was macht Stani denn jetzt mit einem Sombrero hier? Hat er den vielleicht aus dem Museum geklaut? Ja, da fehlt der Stani. Ich bin der Sombrero. Das kann sein, dass er selber ein Sombrero hat. Das kann sein, Candy, Leute. Du hast jetzt ja nicht wirklich eine Landebahn auf dein Ding hier hochgebaut. Alter, hab ich nicht, aus, nein. Dann raste ich aus. Bro, ich nicht? Das sieht ja dann aus wie Poritze. Ja, dann habt ihr was gemeinsam, aber komm mal nach oben. Mhm. Oh, wow. Seit wann dürften die Leute so frech zu dir sein, Marc? Er ist doch gar keine Landebahn, ja? Hier ist keine. Genau, das habe ich geschrieben. Hey, das habe ich das geschrieben. Denn? Ich starte und lande hier auf meinem Dach. Habe ich gerade schon zweimal gemacht. Hä, das kriegst du nicht hin. Natürlich. Mach nochmal. Wie, das will alle ich sehen. Alle zur Seite. Das stellt euch sehen. Hier an den Rand. Hier an den Rand. Das alle will ich sehen, wie du auf der Fläche hier startest. Mach ich. Okay. Ist kein okay. Problem. Okay, wir wetten. Um wie viel was wetten wir? 10 Subs. Ich dachte in Minecraft-Geld hier. Bro, du hast doch auch schon von mir 50 bekommen mal. Ja, ich hab dir auch noch nicht was gespendet. Lass Minecraft, ja, okay. Minecraft-Geld hier. Lass $10,000. $1,000. Ich hab keine okay, 10.000. Warte, aber ganz kurz die Dinger. Warte, hör die Bedingungen an. Du startest ich starte und lande, ja. Und landest hier, ohne Schaden zu kriegen auf dem Flieger. Okay, krieg ich warte, hin. Wie viel Prozent Schaden ist gerade drauf? Ich null, mal. Null. Okay, wenn, dann kriegst du $1,000 in Minecraft. So, erstmal der Start, easy. Leute, $1,000. Ja, okay. Man hat hier. Starten ist, glaube ich, echt einfach, weil man hat hier Zeit. Man hat hier Zeit zum Runterfallen. Aber bremsen wird doch ja, schwierig. Ja, das ist das Ding. Das glaube ich auch nicht. Also zumindest nicht mit 0% Schaden. Das wären doch hier schon wieder die einfachsten $1,000 meines Lebens. Da bin ich gespannt. Also, wenn er es echt schafft, dann Respekt. Oh, da vorne kommt er. Dann echt Respekt. Wir sind, glaube ich, voll im Weg. Oh. Der landet genau bei uns. Und hier kommt King Candy, wird er schaffen! Nein, ich hab mich verklickt! Ja, toll. Dein Flugzeug ist weg. Stopp! Ich hätte gern einmal meine $1,000. Gib mir meine $1,000. Ey, Candy! Mein Flugzeug! Gib mir meine $1,000! Muss er nicht uns allen 1,000 geben? Nee, nur mir. Das ist einfach das Gleiche, was letztens schon mal passiert ist. Wo ist mein Geld? Das ist nicht mein Haus. Wo ist das Flugzeug hin? Candy. Hast du gerade ein Flugzeug vorbeifliegen sehen? Nee, ich habe nur einen wütenden Candy gesehen. Ey, das war wieder klar. Also ich muss sagen, Candy wirklich absolut krass gelandet. Ist wirklich mit das Heftigste, was ich seit langem gesehen habe. Ich bin weitergeflogen. Warum verliert Candy immer so seine Flugzeuge? Das wäre so lustig, wenn das jetzt wieder weg ist und er wieder 50.000 verloren hat. Das war ein teures wieder. Oh Mann, ey, der Junge macht mich fertig, Leute.
Der Typ macht mich echt fertig. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, als ob das jetzt irgendwo hier hinten hingeflogen ist. Ja, das fliegt ja immer weiter. Das hat ja die Drossel noch drin. Ey, Bro. Du kannst nur hoffen, dass es irgendwo hängen bleibt. Ey, Legende. Flugzeug suchen, Legende. Ich helfe ihm. Ja, das fliegt echt bis zu... Komm, ich helfe auch mit. Ich helfe auch mit. Das fliegt ja echt weiter bis zum Schieß mich tot. Also ich weiß nicht, ob die Drossel ausgeht, wenn man aussteigt. Ja, oder, Flauschi, wir schnappen uns ein anderes Flugzeug und fliegen hier das Gebiet ab. Warte, da ist kein Da vorne ist er, ja. Hä, hey, wie habt ihr mich gefunden? Wir wollten dir helfen. Freunde, mein Flugzeug ist weg. Ja, wir wollten dir helfen. Alter, ich hab's zweimal geschafft, aber ich hab Shift und STRG verwechselt gerade. Sonst geht das easy. Candy, ich hätte gerne meine $1000. Da vorne ist es! Wo? Da vorne oben bei dem Wasser! Ah! Flauschi! Oh mein Gott, Max, das ist voll getarnt. Ja, ist echt so. Max, ich versuch's nochmal, wir verdoppeln. Okay, pass auf. Nein, pass auf. Wir machen so. Wenn du es jetzt, wenn du es jetzt schaffst, dann kriegst du nichts, dann sind deine Schulden weg. Wenn du es nicht schaffst, dann krieg ich 2000. Ja, okay. Gut. Ist es jetzt, aber hat jemand Schraubenschlüssel dabei? Ja, ich habe einen dabei. 100%. Ich habe auch einen. Ich habe auch einen. Dann repariert mal. Einfach? Meiner muss heil bleiben. Nee, erstmal reparieren und dann abbauen. Okay. Oh. Max klickt immer falsch. Ich klicke immer falsch. Warte, lass einfach direkt hoch. Ja, nicht platzieren. Aber da können nur zwei Leute rein, da muss einer laufen. Ist das nicht... Also ich schaffe es, auf dem Dach zu landen, das schaffe ich. Ich habe es zweimal vorhin geschafft schon. Ich muss jetzt merken, SLG, Spam und Linksklick, okay. Hier kann ich starten. Hier reicht schon. Das reicht dir schon? Das hier mal? Ja, das reicht. Aber wenn das echt funktioniert, dann können wir wirklich Flugzeuge vom Dach aus starten. Das wäre ziemlich cool. Ja, aber das muss man übertriebenst lernen. Ne? Ja, also wir müssen echt STG und dann Spam. Also okay, ich muss merken. Ist ja easy. Warum Steuerung Spam? Weil ich das abbaue in der Luft und dann falle ich mit dem Flugzeug runter. Du baust das mit ab? Ja, ich baue das in der Luft einfach ab. Ja, oder was wäre denn, Pool, wenn man einfach da so eine kleine Wand hinbaut und einfach gegen die Wand brettert? Dann muss man als Flugzeug reparieren, aber scheiß drauf. Ja, das ist total aufwendig. Aber würde gehen. Guck mal, wie lange das immer dauert. Ja, das würde gehen, aber vielleicht, wir können Honigblock dahin machen. Vielleicht fängt das den Fall ab. Oder ein Slimeblock. Guter Call, ja. Okay. Ist repariert. Ja. Max, steig ein, wir landen auf meinem Dach. Ich lauf zurück, tschüss Leute. Flauschi, danke fürs Laufen. Ich hab's gerne für dich auch gefunden. Okay, Bro, wenn du es jetzt schaffst, drauf zu landen, dann musst du mir nichts geben. Ansonsten, okay. Wenn es aber beschädigt ist und so, dann gibst du mir 2000. Wir stürzen ab, sag doch schnell, was du immer über mich sagen wolltest. Magst du mich schnell? Du bist wie ein Bruder für mich. Oh. Candy. Ich hasse dich, Candy. Das war echt gut. Das war echt stark. Das war echt gut. Ah, Leute, Junge. Deswegen hasse ich Candy. Das ist echt stark. Das weiß gar nicht, funny, was du daran lustig findest. Das war echt funny. So. Okay, komm. Nein, ich bin jetzt mal gespannt, Leute. Entweder das werden die einfachsten 2000 meines Lebens oder nicht. Na, das wird doch schon wieder nichts. Da! Digga. Bro. Bro, ich dachte, ich sterbe. Ein bisschen zu früh. Ey, also das ist ja wirklich krasses Timing. Das stimmt leider. Ich war ein bisschen zu aufgeregt. Gib mir mein Geld. Wo ist das Flugzeug? Ich hab's. Ich hab's geschafft, aber zu früh. Nein, Digga, du hast es nicht geschafft. Hat jemand was zu essen? Ich kann nicht. Ich hab zu früh abgebaut und dadurch sind wir runtergefallen. Hör auf zu erzählen, dass du es geschafft hättest. Ich werde es jetzt ein bisschen üben. Ah, üb mal. Hey, Candy. Und Max? Ja? Wo ist Max? Ja, hier. Ja? Ich hab grad $2000 gemacht. Ey, Jungs, auf Lock. Ich will euch ein Angebot machen. Wo seid ihr? Ja. Ja. Und zwar, ich wette mit euch, dass ich es von da oben, von Candy's Tower, runterschaffe, mit runterspringen, ohne Wassereimer oder sonst was. Und das überlebst. Und das überlebe.
Ohne Wassereimer? Ohne Wassereimer alles. Aber ohne Federfall. Ohne Federfall. Ohne alles. Ohne irgendwelche Gegenstände. Also nur mit Essen. Mit Essen? Ich packe mein ganzes Geld, was ich habe, 5.100 in den Pott. Honig, mit einem Honigblock. Ohne Blöcke. Ohne Blöcke. Aber er isst irgendwas. Nein, er isst auch gar nichts. Nein, ich esse nur Karotten. Ey, ich dachte, wir machen das zusammen. Wie soll das denn gehen? Das geht nicht. Ja, deshalb die Wette. Falls wir verkacken, kriegt ihr alle unser Geld. Wie? Hä, aber irgendwie... Ja, aber was bietest du denn? Was ist, wenn du schaffst? Bieten $5.000, Bro. $5.100. All mein Geld. Und ey, ich will jetzt nicht mein Geld. Ich will Geld verdienen, nicht Geld ausgeben. Nein, nicht ausloggen, nix. Ja, wenn ich dann kriegt ihr das Geld. Ich würde um 1.000 würde ich wetten. Ja, 1.000 ich auch. 1.000 ist zu wenig, der meint. Ja, dann nicht. Das sind 3.000 insgesamt. Ist zu viel Risiko. Ja, dann nicht. Ey, mach's gut, Stani, auch rein. Dann kriegt man rein. So, ich kenn Stani, er wird jetzt gleich einknicken, ich kenn Stani. Wir bieten 5.000, Digga, und die bieten 3.000 ein. Ja, Bro, du musst doch dann auch nur 1.000 geben, wenn du verlierst. Nee, Bro, hoher Einsatz, hoher Verlust. Das ist zu viel Risiko, wir können auch viel verlieren, du weißt, das ist gar nicht so einfach. Lass uns 2.000 von allen. Guck mal, ihr kriegt von uns 5.000. Max, Flauschi, komm mal mit, ich glaube, ich kenne den Trick. Komm mal mit. Die wollen uns scammen. Ich sag euch ehrlich, ich glaube wirklich, die nehmen das Geld und hauen einfach ab, weil die können das nicht schaffen. Das kann man nicht schaffen. Das sind Gauner, Digga. Wir können uns doch killen, Bro. Hä? Wir können uns doch killen. Ja, wenn, dann müssten die es ja sowieso erst machen, um das Geld zu kriegen. Genau. Ja, safe. Ja, 2.000 würde ich machen, aber 1.000 nicht, Bro. Ist zu risikoreich. 2.000 pro Person. Bro, das ist mir zu viel. Das ist schon viel Geld. Ich habe mit 30.000 angefangen, sind wir 24. Dann mit 1.500 nehmen Stand. Also ein Tausender würde ich den Pott hauen. Du weißt, wie risikoreich das ist. Oder ab. Ja, also ich setz 1.000 mehr nicht. Nee, ja, dann egal. Dann egal, dann lassen wir es. Ist egal. Ey, aber danke, Stani, trotzdem. Stani, danke für die Einladung trotzdem, ja. Ich hab Angst, weil wir besser sind. Bro, Junge. Bewohnkrieger, danke schön für 2 Euro. Hi Max, grüß jemanden aus dem Chat. Soll ich mal jemanden im Chat grüßen? Dann schreibt jetzt mal euren Namen rein. Dann werde ich jetzt jemanden grüßen. Aber ist egal, Bro, die haben Angst. Das sind diese, Bro, haben hier dicke Hochhäuser und dann schmeißen wir $1.000. Bro, dass ihr euch nicht peinlich vorkommt, Junge. Ihr Poser in eure Schmalspurwagen, Junge. Hendo! Dicke Hose machen. Hendo, Stani! Runter. Ja, dann Wir sind hier bei einer Tankstelle. Mach hier keine Worte, Junge. Ihr wollt von meiner Tankstelle. Halt deine Klappe! Boah, jetzt hier Ärger. Jetzt Bro, gibt's ihr seid einfach nur Poser. Guck mal hier, die Posen. Ich glaube, die sind sauer auf uns. Okay, warte, wen grüßen wir? Ich grüße Nico. Mich. Nico, Flauschi. Gruß geht raus. Oh, und Flauschi grüße ich. Ja. So. Nico, du wurdest gegrüßt. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Munition mal einmal einkaufen gehen. Warum ist Stani denn hier so auf Krawall aus, Leute? Stani ist ja auf Krawall gebürstet. Ein bisschen Munition kaufen wir noch ein. Ey! Max, jetzt geh weg! Scheiße! Ja! Nein! Okay. Wir klauen einfach aus jedem Turm Sachen und sagen, das ist so eine Bezahlung, okay? Was? Was wollen die das klauen? Ey, Digga, Stani, du kommst hierher und machst nur Ärger, Junge. Ich mach gar nichts, Bro. Du sagst gerade, du willst Sachen klauen, hä? Hä? Warum, Bro, Digga? Ich hab nur gesehen, dass ihr absolute Schmalspur-Poser seid. Bro, ich hab dir gerade Geld gegeben, ich hab dich hier empfangen. Bro, du hast mir $5 gegeben, Junge. Ja und? Erfahren wir doch selbst dein Geld. Bro, SJ hat mir gerade erzählt, dass man pro Stack Erde $105 kriegt. Das sind gerade mal 10. Ihr habt uns gerade mal 10 Stacks Erde geboten, dass wir unser Leben opfern. Ja, Bro, was haben wir denn davon, wenn ihr euer Leben opfert? Ja, da haben wir doch gar nichts davon. Guck mal, wenn wir verlieren, kriegt ihr 5.100. Ja. Und ich hab einen neuen Montag. Ja, aber Bro, ihr verwettet Geld, was ihr nicht habt. 7.300. Ja, aber wir wollen doch nicht so viel wetten. Freut euch doch, dass wir Tausender anbieten. Bro, Tausender dafür, dass wir unser Leben opfern. Und ich mein Sombrero verliere. Du verlierst doch nichts. Du kannst die Sachen doch direkt wiederholen in deiner Leiche. Ja, aber ich würde ihn dann auch droppen. Opfern.
Außerdem ist das ein Sombrero, den du bei Candy geklaut hast. Das ist ja nicht mein Sombrero. Okay, Digga. Dann zeig den doch mal, wie der heißt, dein Sombrero. Bro, das ist. Heißt der zufälligerweise Candy Sombrero? Nein, der heißt Sombrero. Stani Sombrero. Okay, Stani. Okay. Nee, gut. Brauchst du noch eine Wohnung oder willst du obdachlos sein? Ja, ich bin obdachlos. Ich kann dir einen Abstellraum von Sabot Fleisch und so ein Gefrier. Nee, Bro, ich zieh ein Essys, Alter, aus sein. Wenn du willst, Stani, kannst du noch eine Wohnung in meinem Tower haben. Dann ist es der YouTuber-Tower. Essi wohnt da, Ami wohnt da, ich wohnt da. Ist eigentlich cool. Red mit meinem Sombrero. Ey, Bro, ich hab nur noch ein Herz, ist verrückt oder was? Ja, Bro, dann mach keine Faxen jetzt hier. Red mit meinem Sombrero, Junge. Stani, beruhig dich jetzt hier. Hier. Mit denen kannst du reden. Hier. Komm, ich zeig dir, wo du Erde verkaufen kannst. Bro, Max, damals, weißt du, Stani ist ein richtiger Krawall, auf Krawall aus. Warst du nicht nur Poser? Digga, du bist ja ein richtiger Pöbel. Warum pöbelst du denn so rum hier den ganzen Tag, Junge? Bro, nein, damals warst du nicht so ein Poser. Weißt du was, Stani, komm, ich zeig dir mal mein Haus jetzt hier, komm mal mit. Bro, geleastes Haus oder was? Das Haus ist nur geleast, Digga. Bro, du hast nicht mal genug Geld, um hier eine Wette für $2,000 einzugehen. Komm. Ja, zeig mir mal dein geleastes Haus, Bro. Gehört doch eh der Bank. Ey, Bro. Okay, Stani, weißt du was? 2000. Ah! Ja! 2000. Sehr gut. Ah, okay. Aber ich kann auch 2000 gewinnen. Ich kann auch 2000 gewinnen. Okay, aber nochmal ganz kurz, um das festzumachen. Also, du springst vom Turm runter. Genau, warte, komm, wir gucken uns das nochmal an. Mhm, okay. Dann lass kurz Candy und Flauschi auch noch herholen. Nein. Also, Bro, ich springe hier... Vom Candy Tower runter. Ohne Wassereimer, ohne Federfall, ohne sanfter Fall, ohne irgendwas. Also ohne irgendwelche Blöcke, ohne gar nichts. Bro, ich habe keine Items. Das einzige Item, was ich habe, sind Mohrrüben. Nur mit Karotten willst du den Sprung überleben? Nur mit Mohrrüben, ja. Ohne Auslocken, ohne irgendwas. Ohne Aus, Bro. Er hat insgesamt 3 Minuten Zeit dafür. Und was hast du damit zu tun, Candy? SU? Eigentlich wollten wir das zusammen machen, sodass wir ganz viel Cash in einem Import erstmal haben. Aber du baust ihm da nicht irgendwas hin oder so? Ich baue gar nichts. Nee, das Einzige, was wir benutzen dürfen, sind wirklich nur Karotten. Okay. Dann, Keine anderen Tricks, Bro, nur Karotten. Gut, ich bin gespannt. Dann, also du springst dann von Candy's Tower hier runter. Genau. Ich markiere hier sogar was. Dann lande bitte genau hier. Ja, das kann ich machen. Kriegst du hin? Auf dem Feld hier. Hol doch die anderen, dass die auch noch den Pott vollhauen. Ja, ich glaube, die haben keinen Bock. 3, Max, 2, Max, hey, Candy! Alter! Ich hab mich verklickt! Was war da gerade los? Die waren da alle vor der Tür. Was war da gerade los? Alter, Candy hat okay, Zeugenaufnahme. LSPD, Polizei, Officer Crimex. Candy war da. Wir haben Zeugen. Er hat mir erzählt, dass er bei dir Huschen 2 geklaut hat. Und dann wollte ich das bei dir melden. Hat er gesagt, bleib stehen oder. Er hat das Huschen 2 geklaut. Ja. Okay, jetzt reicht's. Warte, ich muss kurz aus meinem Dienstwagen noch Munition holen. Ah, nee, warte, den habe ich egal. Scheiße. Das will ich jetzt okay, sehen, was so. Maxi macht. Komm jetzt, Officer Crimex Zugriff. Kommt alle mit, ihr könnt jetzt sehen, wie ein Officer Zugriff macht. Ich komme. Wo hier zufällig alle vor der Tür standen. So. Haut ab! Candy! Geh weg! Der hat sich hier verbarrikadiert. Candy! Haut ab! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Nein! Ihr werdet mich niemals kriegen! Er will wegfliegen, er will abhauen. Schau mit auf, Leute! Candy, das Sondereinsatzkommando wurde schon alarmiert! Er will abhauen! Knall ihn ab, Max! Knall ihn ab! Knall ihn ab! Der ist gekommen, der eklige. Verdammt, er hat mein Huschen 2 geklaut. Flauschi, wie ist das passiert? Wir wollten gerade zum Morden gehen und Huschen holen und dann hat er mir erzählt, dass... So, ich bin in einem Flugzeug drin. Ich lande, bitte nicht schießen. Okay, Candy, ich hab die Waffe auf dich gerichtet. Ich werde landen. Lande jetzt das Ding hier. So was hat's noch nie gegeben. Ey, Max, ich lande. Junge, ich bin schlimmer als Robocop, Junge. Ich bin Officer Crimex. Was?
Lande das Ding auf der Landebahn. Ich lande Flughafen. Jetzt, wir landen. Jetzt hier. Alle ich zum landen. Flughafen. Hab Candy als Geisel. Max, ich werde landen. Du hast mir also Huschen 2 geklaut, hä? Ja, habe ich. So. Willst du das freiwillig wieder aushändigen? Max, ergebe dich. Warum soll ich mich ergeben? Ich habe die Waffe auf dich gerichtet. Ich sag nur so, ergib dich lieber. Mehr sage ich nicht. Ich habe die Waffe auf dich gerichtet. Ich verstehe das, aber okay. Oh, ein Herz. Ich ergebe mich, weil wenn du mich killst, fliegst du ins Unendliche. Ey, das sieht in First Person so nice aus, wie ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Hör bitte auf, kann auch schießen, aber hör nicht im Flugzeug. Ich kann nicht auch schießen. Candy, ist mir egal, ob wir abstürzen. Du landest das Ding jetzt. Ich lande jetzt. Wo müssen wir denn lang? Ja, links zum Flughafen. Ja, ich lande jetzt. Wenn du hier irgendwelche Faxen machen willst. Ich mach keine Faxen. Irgendwas passiert mit dem Flugzeug. Ja, du ziehst viel zu hoch. Was? Kleine Ratte, Digga. Wo ist der denn? Ey, aua! Aua! Geh weg! Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Lass mich in Ruhe. Hä? Ja. Digga, du bist unsichtbar bei mir. Die Gefahr kommt aus dem Wasser. Geh weg, ich kill dich. Ich kill dich, Max, ich kill dich. Wo ist er? Nein, er ist jetzt auch im Wasser. Max, ich kill dich. Geh weg. Wo ist das Flugzeug? Ich hol das Flugzeug und heb ab. Ich hol das Flugzeug und heb ab. Ich glaube, Max hat das Flugzeug. Okay. Hast du das Flugzeug? Ja, ich hab das Flugzeug. Okay, immerhin. So eine kleine Ratte, Alter. Will der mir hier Huschen 2 klauen? Wichtigste Kampf bisher. Max! Hör auf, lass uns reden. Wo bist du? Ich kill dich, wenn du nicht reden willst. Digga, du wolltest mich hier einfach gerade hinterrücks abknallen, Junge. Nimm die Waffe aus der Hand, ich komm. Komm hoch, Ich komm hoch. Komm hoch. Ohne faule Tricks. Ich bin oben. Ich muss hier nicht schießen. Ich auch nicht. Wir müssen das nicht tun. Candy, du kriegst dein Flugzeug wieder und du gibst mir Huschen 2 wieder. Max. Ja. Nimm die Waffe aus der Hand. Es hat keinen Sinn. Wir bekämpfen uns den ganzen Tag. Ja, was sollte das denn gerade mit dem Clown, Junge? Weißt du, warum wir uns immer bekämpfen? Warum? Weil du einen Prank gemacht hast, der zu weit ging. Du hast mein Play-Button geklaut! Boom! Ey, der ist ein Psychopath, ne? So. Oh, oh, oha, oha. Max trifft sehr gut, leider. Oh, ich hab nur noch ein Herz. Hab Erbarmen. Dann kennen die jetzt Schluss. Ich hoffe, der kommt jetzt. Ich hoffe, der kommt jetzt. Okay, oha, du ballerst ja weiter. So. Ich hatte noch voll. Oh mein Gott. Jetzt okay. Ist Schluss hier. Ja, okay, ich ergebe mich. So, gib mir das Huschen 2 wieder. Es ist in meiner Ender-Chest. Dann behalte ich dein 50k-Flugzeug. Nein, das tust du nicht. Doch? Nein, das wirst du nicht. Okay, jetzt reicht's, gib mir Huschen 2 oder die Schildkröte wird dran glauben. Lass die Schildkröte in Ruhe. So. Oh, ich geb dir das. So. Mann, ey. Hier, ich mach jetzt, da werf ich dir alles rein. Ich werde dich beschützen, ich stell mich vor die Schildkröte. Lieber sterbe ich als die Schildkröte. Oh. Candy, gib mir jetzt mein Huschen 2 wieder, Junge. Ich hab's in der Ender-Chest. Dann fliege ich jetzt ohne dich weg. Nein, Bro, soll ich's herzaubern? Komm, wir fliegen jetzt beide wieder zurück. Ja, warte, wie wollen wir denn abheben? Warte, wir können hier, wenn wir diese Ebene Erde, Sand abbauen, wir müssen zusammenarbeiten, Max. Mann, die Schildkröte muss mal aus dem Weg, die ist total hier störend. So, wir müssen zusammenarbeiten, Max. Ey, jetzt bin ich hier mit Candy auf einer Insel, ey. Jetzt müssen wir auch noch zusammen mit dem arbeiten, um hier wegzukommen. Max, hier entsteht die neue Minecraft-Stadt. Nur wir beide. Oh Gott. Oh Flugzeug. Gott, ich paddel zurück, nur mit dir allein auf der Insel. Gib mir das Flugzeug. Das reicht hier nicht das reicht nicht als Startbahn. Das reicht, ich kann das. Obwohl, ich hab schon öfter gesagt, das reicht. Das reicht nicht, Digga, das wird nicht reichen. Doch, Quatsch, das reicht. Hebst du schon ab? Nee. Ich würde schon sagen, ich würde es dir nicht zutrauen, dass du das jetzt schaffst, deswegen lass mich lieber fliegen. Ich werde es schaffen. Max, wirklich? Ich werde es schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Ich werde es schaffen. Wenn ich es hier nicht schaffe, wirst du es auch nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen, Max. Glaub mir. So.
Lass mich fliegen, ich schaffe es. Ich schaffe es auch. Okay, bitte, weißt du was, Max. Wir machen das in Tag Team. Soll ich noch die Startbahn noch ein bisschen verlängern vorne? Hast du noch Erde? Ja. Dann verlänger. Ey, Max, du kriegst das nur wieder. Nee, hier bei mir verlängern, bei mir. Ey, du kriegst es nur wieder, wenn mich keine Strafe erwartet. Und vor allen Dingen, hast du Stani mitbekommen? Wie? Stani ist überall da, wo so Drama ist. Er direkt so, boah, was, jo? Stani ist immer, ich knall ihn auch gleich ab, nee, egal. Stani ist fitner, Stani. Er macht auf jeden Fall fitner. Weil das Ding ist, ich glaube, weil das haben viele geschrieben, er hat mein Sombrero auf dem Kopf. Ja, ich knall ihn ab und hol mir den wieder. Natürlich ist das deiner. Ich gehe hin und ich knall ihn ab und mit den Worten, oh, ich hol nur kurz mein Sombrero. Ja. So, weißt du was, ich helfe dir sogar dabei. Lass mal Stani, ey, mach einen Prank, der zu weit ging, wo er aber stirbt, mach einen Short draus. Nein, warte, ich sag einfach, warte, weißt du, wie wir es machen? Steig ein. Ich flieg jetzt. Weißt du, wie wir es machen? Du musst direkt, sobald wir keinen Boden unter den Füßen haben, hochziehen. Das ist der Trick. Aber nicht zu doll, immer nur ganz wenig. Oh nein. Ey, Max, das ist so doof gewesen. Oha. Yo! Yo! Oha! So, entspann dich. Jetzt hier rechts ist der Flughafen. Das ja, ich muss, ja, warte, ich lande, ich drehe eine Runde und lande da. Ich kann das auch abbauen ganz schnell, während wir nein, fliegen. Nein, 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 alles gut. Flieg mal über meinen Tower. Ich baue so ab, dass wir im Tower landen. Ja? Ja, safe. Ey, eigentlich, jetzt muss man sagen, Candy, die Aktion gerade hat eigentlich unsere Freundschaft ein bisschen gestärkt, ne? Wir haben zusammengearbeitet. Um das Haus zu schaffen. Wir haben unseren Streit aus dem Weg geräumt. Ja. Ich glaube, ab jetzt gibt's nie wieder Streit, Max. Ja. Ja, wir sind aber nicht hoch genug. Sollen wir es über deinem Tower machen? Du hast Strömungsabriss. Du musst gerade, flieg mal gerade. Gerade. Dass wir KMH aufbauen und bei 70 ein bisschen hochziehen. Ah. Und immer wieder bei 70 hochziehen, weil du ziehst zu doll hoch. Das ist schon so eine Wissenschaft für sich hier. Weg mit Stani! Weg pass auf, mit weißt du, wie wir das machen? Ich lock ihn in eine Ecke, sag Stani, ich will mit dir reden und dann bist du hinten dran und hältst ihm die Knarre an den Kopf. Okay. Flieg über deinen Tower, wir landen bei deinem. Okay, okay. Bock mehr jetzt hier zu fliegen. Langsam, Geschwindigkeit raus. Oh. Okay. Ey, nice. So. Stark, hast du das Flugzeug? Nee. Nice. Boah, das war echt stark. Das war ein gutes Ding. Echt stark, Mann. Ey, warte, ich sag mal, Stani, komm zu Candy Tower. Jetzt werden wir, jetzt packen wir uns den. Jetzt holst, werden wir uns Stani packen. Jetzt holst du deinen Sombrero zurück. Max, Yo, Stani, was geht? wo ist er denn? Stani, Max, er hat's gehört, er hat's gehört. Nein. Attacke. Wo sind die denn? Wo sind die Leute? Wo ist er? McDonald's? Nein, wo ist Stani? Wo ist er? Wo ist Stani? Ich weiß es nicht. Ach, da seid ihr. Ja, ich seh. Hallo. Ikea. Bei Ikea. Stani, stehen bleiben. Was denn? Drop mein Sombrero. Ich weiß, dass das meiner ist. Droppen. Bro, ich will. Nee, wenn, dann drop ich den Polizisten drei, den Sombrero. Zwei. Ja, okay, ich kill dich auf drei. Ja, drop. Hm? Ich check das. Polizei checkt das. Jetzt bin ich gespannt. Da steht Stanis Sonnenhut. Ist es wohl wirklich Eigentum von Stani? Hat er den wirklich umgenannt? Was hat der für Verzauberung? Atmung 4, Atmung... Meins. Nicht mein Schutz 4, Atmung 3, Reparaturhaltbarkeit 3. Bro, was laberst meins, das ist meiner. Aber, nein, Bro, das ist meins. Also ich als Polizist muss jetzt hier leider sagen, es ist halt Stanis, also ja, es ist mit dem Namensschild von Stani drauf, das können wir nicht beweisen. Wer hat das umgenannt? Hä, was ist das? Was war das denn? Wir können es nicht beweisen, alle Schaden dass es bekommen. Stani was war das? Hä? Hat er mich nicht gesehen? Nee. Hä? Nee, wo bist du? Ja, Stani, dann mach jetzt mal die Wette. Also, Max bietet 2000, Candy 1000 und Flauschi 1000. Ja. Kian, machst du mit? Okay. Ich mach mit. Bietest du auch Cash oder was? Und er hat gesagt, er überlebt einen Sturz vom Candy Tower hier auf die Fläche runter, ohne. Und er hat nur Karotten. Sonst ist da was drunter? Nein. Ich hab das schon gecheckt. Okay, wir gehen hoch. Ich und Essie gehen hoch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warte, wem muss ich mein Geld geben? Will er das machen? Ja, gleich noch nicht. Oh, ich check's auch nicht. Okay. Was denn deren Mission? Die springen jetzt hier runter und angeblich will er das schaffen. Also das will ich sehen. Aber wie soll das? Das geht doch gar nicht. Candy, stimmt. Mein Live-Chat erinnert mich gerade dran, das Huschen hast du mir noch nicht wiedergegeben. Ist in deiner Kiste wieder drin. Hast du da reingelegt? Okay. Ja. Ja, danke auch, Flauschi, dass du das gemeldet hast.
Gerne. Fallschirm? Es gibt keinen Fallschirm. So, da oben stehen die. Ich glaube, vielleicht gibt es doch einen Fallschirm. Vielleicht vom Flugzeug. Ja, nein. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber er hat doch gesagt, ohne da, Gegenstände. Ohne Gegenstände ich als Karotte. Stani, ich sehe Stani. Auch ein Fallschirm wäre nicht erlaubt. Er hat eine Karotte in der Hand. Was macht er jetzt? Nein, guck mal, was er macht. Ja, nee, das er ist... Er fällt so... Oder war das nein, aus Versehen? Nein, das ist ja nicht erlaubt. Ich glaube, er geht so langsam runter, guck mal. Ja, so Stufe für Stufe. Ist das verboten? Dann knallen wir ihn jetzt ab. Ja, klar ist das verboten. Dann knallen wir ihn ab von hier. Er hat gesagt, einen Sturz. Ja, einen Sturz runter. Wir machen mal ein bisschen Stress. Ey, ich spring doch runter. Ja, ja, einen Sturz von oben nach unten auf die Fläche. Ja, hat er nicht überlebt. Jetzt hole ich mal mein Sombrero wieder. Perfekt. Happy End. Von happy oben end. Nach unten. Das war doch abgesprochen. So ein Bluff, Junge. Was macht ihr da? So ein Bluff, Junge. Leute. Ei, break my candy. Ach, Mann, ey. Ei. Oh, warte mal, wo ist eigentlich mein Auto? Ist, glaube ich, in der Tiefgarage. Deal, Leute. Nein, von ganz das oben war, das nach war ganz kein unten Deal. Springen. Das war so gar kein Deal. So, zack. Oh, der McDonald's. Alter, hä? Kian hat schon voll gut den McDonald's hier gebaut. Richtig stark. Alter, das wird voll nice. Da kann man dann immer durch McDrive. Oha. Kann man immer durchfahren und sich schön was zu snacken holen, Leute. So, zack. Wir gehen mal schnell zu unserem Auto runter. Zack. So. Warte ganz kurz, Freunde. Zack. So. Okay, Leute, denn ich werde jetzt hier auf YouTube den Stream beenden. Der Stream geht jetzt auf Kick weiter, meine Freunde. Also kommt jetzt alle auf Kick rüber. Hier ist der Link im Chat, da bin ich jetzt in 2 Minuten live. Da geht's weiter, meine Freunde. Da werden wir jetzt noch Minecraft, GTA, alles spielen. Kommt jetzt auf Kick rüber, da geht der Stream weiter. Vielen, vielen Dank für den geilen Stream hier auf YouTube. 14.000 Zuschauer, Minecraft-Start. Wir sehen uns gleich in 1 bis 2 Minuten auf Kick drüben, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.